Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Klar, ist ja auch klar. Gefahr. Herzlich, ich bin nur ganz kurz, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Vier Flaschen, dem Weinpodcast, den Sie ganz anders kannten bisher und der heute ganz neu ist. Viele werden sich fragen, wer ist der Mann am hinteren Ende des Tisches? Es ist tatsächlich der banale Biertrinker, den wir heute zum allerersten Mal in einem Anzug und jetzt kommt es, ohne Käppi sehen. Unglaublich. Er sieht so unfassbar gut aus. Ja, wirklich. Ja. Danke. Umwerfen. Und wir werden auch gleich wissen, warum. Ganz kurze Zusammenfassung. Was machen wir normalerweise hier? Wir trinken normalerweise zusammen vier Flaschen Wein, machen ein bisschen Musik, werden sehr schnell auffallend. Ja. Viele sagen lallen auch am Ende, das kann auch mal passieren. All dies wird heute nicht passieren, denn dieser Podcast steht nicht nur unter dem Motto, dass wir vier Flaschen Wein trinken, sondern es geht ums gute Benehmen. Ja. Ums sehr gute Benehmen, deshalb sitze ich auch etwas aufrecht. Auch ich habe heute einen maßgeschneiderten Anzug an. Ich muss ganz kurz zeigen, dass man hier sogar die Knöpfe öffnen kann. Ja, das ist natürlich eine Angebergeschichte, dass man darüber schon mal spricht. So. Aber ja, toll. Toll. Ja. Also, wer ist heute zu Gast? Ich stelle einfach die Grundbesetzung einmal vor und dann hat Michael Coutet jemanden Gast mitgebracht und dann wird sich erklären, warum dieser Podcast kein normaler ist und warum der Axel, das ist nämlich der banale Biertrinker, heute so andächtig ist. Also, Axel, der banale Biertrinker, Michael, der kundige Kenner, mein Name ist Lars, ich bin einfach nur ein lustiger Liebhaber von Wein, mehr oder weniger. Und wir trinken vier Weine und heute, Michael, hast du einen ganz besonderen Gast mit. Absolut und aus der Erfahrung der letzten Folgen habe ich festgestellt, wir müssen irgendwie versuchen, mehr Niveau einzukaufen. Und das ist uns wirklich optimal gelungen. Wir haben Graf Clemens Hoyos zu Gast aus München, der extra für diesen Podcast angereist ist. Und er ist der Inbegriff des guten Benehmens in Deutschland und anders kann man es nicht sagen. Er ist der Vorstand, der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft und er ist unglaublicherweise extrem sympathisch noch dazu und auch noch ein junger Typ. Und herzlich willkommen, Clemens Hoyos, so schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt sehr viele Übertreibungen gehört und es heißt ja schon bei Goethe, wer höflich ist, der lügt. Und wir gehen der Sache heute mal auf den Grund. Und in vino veritas kommt ja auch noch dazu. Also Wahrheiten. Ich finde, das ist in zwei Sätzen mehr Content, als wir bisher in sechs Folgen gemacht haben. Wir müssen einmal ganz kurz abklären, das ist ja jetzt ganz schwierig. Also puh, wie ist denn jetzt die Art und Weise der Anrede? Also das ist ja ganz schwierig. Wie halt also Graf, wie redet ihr euch beide an? Ach, weißt du was, ich bin ja der Älteste. Ich würde einfach mal sagen, ich heiße Lars. Grüß dich, Lars. Mein Name ist Clemens. Clemens, das ist schon mal geklärt. So, ich wünsche euch viel Glück. Ja. Wie macht ihr es? Oh, das ist, für mich ist jetzt schwierig, weil... Bin ich wirklich der Älteste? Ja, ich bin echt der Älteste. Mein Gott. Ich glaube, die beiden... Mit Abstand. Ja. Das ist schon nicht so nett, aber... Also. Also nur jetzt vom Geburtsdatum, man sieht das nicht. Wenn man jetzt uns sieht, würde man nicht wissen, wer ist der Älteste. Nein. Dann müsste man den Hintergrund wissen. Aber ich habe tatsächlich die Ausbildung gemacht zum IHK-Knigge-Trainer, zum Trainer für Business-Etikette bei der Deutschen Knigge-Gesellschaft und er war mein Lehrer. Also er ist natürlich mein großes Vorbild und ich schaue auf ihn auf und ich sitze ihn. Er ist für mich das ist Graf Hoyos. Kann ich nicht duzen, wenn das okay ist, weil das ist für mich, also noch nicht, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, aber im Moment ist geht es nicht. Gibt es eine vierte Flasche Wein auf jeden Fall. Ja, genau, ja. Aber wie macht das Axel? Ja? Ich würde sagen, Axel, bei dir solltest du solltest beim Sie auch bleiben. Denke ich. Ja, nö. Vielleicht das Hamburger Sie, Sie. Würde ihn auch mein Du einbieten. Okay, Axel, es freut mich sehr. Mein Name ist Clemens. Wir hatten ja noch die Wahl gehabt zwischen dem Hamburger Sie, also Sie und Vorname, oder dem Münchner Du, das ich ja persönlich wirklich verabscheue. Du, Frau Huber. Oder? Was war das? War das nicht eben schon falsch, wie er dir die Hand gegeben hat? Das fand ich so ein bisschen, hätte er nicht aufstehen müssen? Ihr habt euch so die Hand gegeben? Nee. Also Knigge ist ja hochgradig situationselastisch und wir sind hier gerade eingekastet und verworren in Kabeln. Da ist Aufstehen einfach nicht möglich. Okay, dann muss Axel trotzdem nachher aufstehen, weil er muss noch Weine holen. Aber Moment, sehr pragmatisch. Ja. Das geht aber ganz schwierig, weil mein Anzug der Knopf könnte jemanden erschießen, wenn ich aufstehe. Wie ist es, was auch ganz... Das erste Mal seit der Konfirmation, dass er diesen Anzug kriegt. Wie schön. Ich bin noch nicht mal konfirmiert. Ja, also, okay, du hast keine Krawatte um. Das finde ich sehr sympathisch. Okay, das reicht schon, wenn man eine dabei hat, dann erfüllt man die Knigge. Nee. Was ist mit Krawatten? Weil ich kämpfe seit Jahren,
Willst du schon mal ein bisschen einschenken, weil ich den Wein nicht vergessen? Ja. Ich kämpfe seit Jahren für ein krawattenfreies Leben und bin da oft in Hamburg, gerade in den tollen Clubs in Hamburg, im Überseeclub, gab es einen... tollen Clubs? Nein, da gab es wirklich einen... Der Überseeclub, das ist so... Da gab eigentlich nur einen Wagenclub in Hamburg. Ja, ist, oh, das stimmt. Ist bei dir noch Krawattenzwang in der Hansa Lounge? Hatten wir nie und das Wort Zwang finde ich auch grausam, aber nee, haben wir nicht. Aber wie ist das mit Krawatten? Also selbstverständlich, dass man keine mehr trägt? Also ich habe tatsächlich versucht, noch schnell in der... U-Bahn hier oder in der S-Bahn war das, eine Krawatte anzulegen. Aber ich war relativ knapp dran und ich finde dann Unpünktlichkeit persönlich unerträglicher als eine Krawatte. Ihr seid doch nur, ihr wart nicht 20 Minuten zu spät, das ging. Genau, das lag aber nicht an der Krawatte. Also okay. Krawattenknoten kriege ich auch mit verbundenen Augen hin. Ja. Aber tatsächlich, wenn dann der Zeitdruck zukommt, das Ruck in der U-Bahn und so weiter und so fort. Wie dem aber auch sei. Also bei der Krawatte halten wir es tatsächlich so, wenn wir hier über Business Attire oder Boardroom Attire sprechen, ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Knigge-Gesellschaft sich so positioniert hat, es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, die Krawatte gehört eigentlich zu diesem formellen Outfit dazu, weil es beim Mann das einzige Kleidungsstück ist, das man als Accessoire werten kann und gleichzeitig einen schönen Übergang zwischen Hals, also Kinnhals und der Kragen- und Brustpartie schafft. Das stimmt. Und ja, schaut einfach auch gut aus. Es muss ja nicht so diese langweilige Krawatte sein, sollte aber auch keine Bugs Bunny sein, aber es gibt ja viele pfiffige Krawatten. Eher so ein bisschen schmalere Krawatten, ist das noch in, diese ganz schmalen Skinny Ties, die... Nicht? Also ich habe einfach nicht die Figur damit, dafür. Also ich bin einfach praktisch quadratisch gut und so sollte dann auch meine Krawatte sein. Und diese Skinny Ties, da muss man dann schon so ein hochgewachsener Athlet sein. Das könnte Ihnen gut stehen, Herr Kutte. Wie man sieht, Skinny Tie habe ich an. Ist es nicht. Nee, das ist so eine klassische 6 cm Breite. Und gleich ein bisschen nochmal zu hören, bis zum Bauchnabel ungefähr oder wie lang? Also nicht über den Gürtel oder doch über den Gürtel? Also wir sagen, die Spitze endet direkt auf der Gürtelschnalle. Ah, okay. Und da sollten wir jetzt einfach noch erwähnen, weil häufig geht das ja an der Realität vorbei. Krawatten sieht man immer weniger. Das verhält sich so, dass wir sagen, die Krawatte wird immer mehr zum Luxusgut. Die macht also quasi gerade zwei Entwicklungen durch. Einerseits wird sie immer weniger getragen und dort, wo sie noch getragen wird, wird es wirklich die besondere Krawatte sein, die dann nochmal mit Schnitt und Stoff und überhaupt spielt und so das Besondere unterstreicht. Ich kann das erzählen, im Überseeclub ist ein angesehener Hamburger Club. Da hatte ich immer eine wöchentliche Versammlung, eine private Versammlung eines Vereins, dessen Namen wir nicht erwähnen wollen. Mhm. Und es sind nicht die Lions. Und da im Überseeclub ist eigentlich Krawattenzwang und habe ich den Betreiber gefragt, darf man auch ohne Krawatte kommen? Sagt sie, es ist ihre private Veranstaltung, sie können auch nackt kommen. Sagt, das habe ich nicht vor aktuell. Das ist nett. Aber trotzdem war es ein Riesen. 2 Jahre lang war ich sozusagen der Revoluzer und dann hat dieser Überseeclub den Krawattenzwang mittags abgeschafft. Mhm. Ja. Gut, die hatten auch lange, glaube ich, einen Raum, wo kein Teppich ist, darf keine Frau sein oder so. Irgend sowas gab es. Das gab es? Ja, das gab es, ja. Und das haben sie dann irgendwann abgeschafft mit einem Brief, der, fand ich auch, verhältnismäßig frauenfeindlich war, obwohl sie das aufgehoben haben, netterweise. Ja. Keine Ahnung. Also das, wo ein Teppich ist, darf keine Frau sein? Ja, genau. Überall in den Räumen und da gab es irgendwie 2 Räume, die quasi so Herrenräume waren. Aber und das warum? Hat man mit warum? Nee, das hat man einfach so definiert und hat dann gesagt, was netter klingt quasi, was ich nicht finde, aber so war das. Es gab gewisse Räume, die also nur Herren vorbehalten waren. Gibt es einen Widerhaken an den Stöckelschuhen wahrscheinlich? Gibt es eigentlich noch überhaupt jetzt Clubs in Deutschland, die Herren vorbehalten sind? Wahrscheinlich. Ich glaube, so als Räumlichkeiten nicht, aber so als private Vereinigungen. Es gibt diese Black Tie Gesellschaft zum Beispiel. Ich glaube, das sind nur Herren, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Aber für uns war das nie ein Thema. Wir haben von vornherein gesagt, klar, also für alle offen. Und wir haben zu wenig Damen, aber wir arbeiten dran. Ja, so. Auch nach meinem Wissensstand ist es so, es gibt doch durchaus solche, wo nur Herren dabei sind. Die haben dann nur das Problem mit der Gemeinnützigkeit. Das wird ja gerade auch groß diskutiert. Genau. Und ich habe mal in Bremen, ich habe mal eine Zeit lang in Bremen gearbeitet, wo Michael jetzt seine Weinflaschen liegen hat, zum größten Teil. Mhm. Und da gab es das ostasiatische Liebesmahl. Das war im Rathaus, im großen Rathaussaal und das war nur mit Männern. Und dann hat das fand ich ganz lustig eigentlich, aber... Da haben wir uns noch erzählt, da hat sich der Vorsitzende hingestellt und gesagt, also war wirklich ein proppevoller Saal, 400-500 Leute in einem Saal, in dem vielleicht nur 400 passen. Also wir würden ja gern auch Frauen einladen, aber wo sollen die noch sitzen? Spiegelt so ein bisschen diese Sache in Bremen wieder, da gibt es ja das berühmte Schaffermahl, da werden Frauen eingeladen und können dann von der Empore zugucken, wie ihre Männer essen. Wobei da jetzt, glaube ich, Angela Merkel ja... Und Angela Merkel war schon mal, das stimmt. Ja, als Gast geht das. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit als schon... aktives Mitglied. Was haben wir da für ein Bier im Weinglas? Das ist... Tja.
Das ist tatsächlich, du hast es jetzt so banal weggesprochen, aber ich fand das wahnsinnig kreativ von mir, dass ich ein Bier einschenke, nachdem wir wissen, dass Axel extrem beliebt ist und es noch kein Bier gab als Flasche. Und unser heutiger Gast tatsächlich Brauereiwesen studiert hat. Und dann dachte ich, Semester, Achtung. Naja, ein paar Semester. In Österreich ist das quasi dreimal fertig studiert. Und dann Dr. Inz. Genau. Und dann dachte ich, ich bringe mal ein Bier mit, weil ich auch ein sehr schönes Aperitivgetränk empfinde. Weißt du was, ganz ehrlich, soll ich dir was sagen? Und veräppeln kann ich mich alleine. Es ist kein, das kannst du uns jetzt 20 Mal einreden, es ist kein Bier. Es ist schon klar. Du musst nicht glauben, dass wir dir alles, es ist kein Bier, auch wenn es so aussieht, die alte Fassbrause. Also. Stopp, darf man das oben so anfassen, wie er das immer nur am Situationselastizität, sage ich nochmal. Es geht ja hier gerade gar nicht anders. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sitzen an einer schön gedeckten Tafel und wir kommen leicht zu unserem Glaschen, dann versuchen wir es natürlich am Stiel anzufassen, ja. Okay. Oder unten, also manchmal ist das ja auch so, ne? Das, ja, das kann sowas? Man eigentlich nur vom Cava, dem spanischen Schaumwein, wenn ich richtig liege. Cava, die fasst man häufig hier unten am Teller an. Das heißt am Teller, das habe ich auch noch nicht gehört. Oder am Glas. Sagt man Teller? Wie sagt man? Teller? Glasboden hätte ich jetzt gesagt, aber ich finde Teller finde ich super, habe ich noch nicht gehört. So, also hast du, ich nehme mal ganz kurz, ich kann es dir sagen, was es ist. Wie stoßen wir an? Ja, das wäre viel zu, das ist so eine Reputation habe ich schon, dass ich so ein Fuchs bin. Aber Moment, was ist das? Ich bin ein Fuchs, dass ich ein Bier mitbringe. Stopp, wir stoßen uns einmal an hier, ne? Aber... Es gibt, ich habe natürlich gelernt in meiner Ausbildung zum Kniggetrainer, dass man das eigentlich nicht macht. Ah, Moment, ich finde das ja jetzt so gut. Hier die Ankündigung schon mal, wir haben ja ein Aperitif quasi im Glas. Ja. Und wir sagen ja, es müssen so drei Sachen zusammenfallen, dann dürfen wir miteinander anstoßen. Das heißt, ein besonderes Ereignis und wir können jedes Ereignis zu einem besonderen Ereignis machen. Das ist hier wirklich ein besonderes hier. Ja, absolut. Ja. Dann baugleiches Glas und selber Inhalt, also schon. Oh, zack. Dann können wir anstoßen. Das ist, nochmal, Axel, besonderes Ereignis. Korrekt. Paul, gleiches Glas. Richtig. Und ist das wirklich derselbe oder der gleiche Inhalt? Der gleiche? Ja, in dem Fall ist es der, das ist schwierig, weil es ist schon derselbe. Derselbe aus der gleichen Flasche. Aber ist auch, aber jetzt die Frage, wie, stopp. Wo stößt man an? Clemens, ich mache es einmal kurz, vor. An dem Ort, wo man ist. Man kann auch in den Nebenraum laufen. Wo mit dem Glas und wie doll? Also wir wollen natürlich, dass die Gläser schön klingen und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne die Akustik dieser Gläser studiert zu haben, dass das hier... Die haben sich schon wieder angehört. Die Gläser sollen... Warte mal ganz kurz, es soll schon klingen. Es soll ruhig schön klingen. Nee, das funktioniert mit denen hier nicht. Die sind sagenhaft gute Gläser, muss man ja gleich mal vorweg schicken. Ich mag die sehr gerne, aber... Was sind das für Gläser nochmal? Die sind aus Österreich, glaube ich, ne? Ja, Firma Zalto. Zalto. Zum Wohl. Und man guckt sich in die Augen. Genau, und zum Wohl oder so... Ja, also wir sagen, Prost ist Vulgärlatein, deswegen eigentlich Prosit. Und weil sich das so Etepetete anhört, sagen wir zum Wohl. Und es gibt auch keinen Grund, das abzukürzen mit ZW oder sowas. Die Zeit nehmen wir uns einfach und wünschen uns zum Wohl. Genau. Wir sagen ganz Toast, ja, gibt's ja auch noch. Wir sagen ganz auch auf das Leben. Auf das Leben, sagen wir. Auf das Leben, ja. Kann man auch. Und was irgendwie so, was das irgendwie, wie heißt nochmal das andere, was immer alle sagen, die so angeberisch sind, so nicht Stößchen, Prösterchen, das andere, das... Cheers. Nein, darauf will ich auch noch kommen. Ich komme später drauf. So, wir probieren mal. Nee, zum Wohl. Was ist das denn? Zum Wohl. Es ist kein Bier. Es riecht wie Bier. Das ist Bier, oder? Sagen, das ist Bier. Frische Blume. Weißt du was? Dann guckt er schon wieder so. Das ist so furchtbar. Ja. Und weißt du, es schmeckt wie Bier. Das ist Bier. Ja. Nein, es war doch in so einer großen Flasche. Das kann ja kein Bier sein. Er hat es nicht geschwenkt. Das muss Bier sein. Nein. Okay, also ist ja keine Quizshow hier, sondern ein Wein-Podcast. Darf man so ein... Ja, darf man... Ja. Also ich sage, es ist ein Ale. Ein Ale? Also obergäriges Bier. Also ich sage sowieso gar nichts, weil wir haben einen Biertrinker am Tisch. Also der wird uns das erklären. Und wir haben einen Brauerei... Genau, es ist ein Bier von der Insel Rügen. Es ist wirklich, du hast wirklich ein Bier mitgebracht? Ich habe einen Wein-Podcast? Völlig richtig, ja. Ich habe auch schon einen alkoholfreien Sekt mitgebracht und ich habe diese Champagner-Karaffe raufgestülpt, damit es echt aussieht. Ich fand das schon mal kreativ, genau. So. Und das ist ein Bier, das mit Kreide auch
mit gibt es ja Kreidefelsen auf den auf der Insel Rügen eben gebraut wurde, und es hat in der Nase, und ich kann mal trotzdem über die Aromatik gleich sprechen, extreme Zitrus, orangige Nuancen, und ich fand das spannend und wollte unbedingt auch unserem Ehrengast des heutigen Tages zeigen, dass ich sehr wohl zuhöre, wenn er was sagt, und er hat erzählt, dass er Brauereiwesen studiert hat. Neunmal Gold. Ja. Pass auf, ist jetzt... Aber obergärig stimmt, gell? Ja. Mhm. Ja. Gut, aber wenn wir jetzt hier schon Bier trinken, dann müssen wir uns zum Glück nicht so lange über das... da können wir auch Prost sagen. Über das Wirtshaus. Hast du dir Notizen gemacht heute? Nein, gar nicht. Ich habe es ausgedruckt, weil ich habe mir das heute im Alsterhaus geholt. Das Bier kostet 10 Euro, die Flasche. 0,75. Oh, das ist ja günstig, ne? Das erste Kreidebier der Welt haben wir aus Kreide und Champagnerhefe gebraut. Jetzt kommt ihr. Sehr gut kommt der trockene Abgang und die schöne Hefenote rüber. Ein richtig gut gelungenes Bier, dieses Inselkreide. Ja. Es schmeckt besonders gut auf der Terrasse. Warum nicht auf der Terrasse der Inselbrauerei? Und ich habe es mitgebracht, weil ich finde, dass Bier generell ein sehr gutes Aperitifgetränk ist, weil es erstmal den Durst löscht und nicht gleich quasi einen zu fröhlich macht. Und weil es, finde ich, ein ordentlich gezapftes Bier, was sehr kultiviert ist. Und wenn man natürlich auch in so einer schönen Flasche, in so einer Ausstattung und auch vom Geschmack her. Also es ist schön perlig, ne? Es hat eine schöne Perlage, wie ich. Also ist auch ziemlich fruchtig, finde ich. Ziemlich fruchtig, stimmt. Eine gute Frucht. Das habe ich vor einem Moment gezogen. Ich dachte, hätte auch irgendwas anderes sein können. Ja, von der Nase her hätte ich fast so ein bisschen was Richtung Calvados gesagt, wobei die Süße gefehlt hat. Aber ich meine... also auch eine Apfelaromatik? Es muss etwas mit ja... Aber so ein Hefeweizen ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, oder? Genau, und das... Ganz kurz mal, das ist auch noch interessant, wie riecht man eigentlich? Mein Kopfhörer macht gerade Probleme. Wie riecht man eigentlich? Riecht man... Mach du mal, Axel. Axel riecht so, ist das richtig? Oder ein bisschen mehr mit dem Mund so? Das muss der Sommelier sagen. Also, ach so. Erstmal, welcher Biertrinker riecht in die Bierglas? Ich meine grundsätzlich. Ich nehme die Frage zurück, weil du hast es schon erzählt. Aber interessant ist es schon. Ja, ist es richtig so, ja? Also ich meine, darf man mit der Oberlippe so anstoßen, weil ich halte meinen Riechkolben da so weit rein, wie es Nase. Geht. Im Restaurant bitte nicht. also wirklich so, dass ich keine Berührung habe mit dem Glas, oder? Du bist natürlich körperlich benachteiligt bei der Nase, nee, so ein Scherz. Das ist auch ein Scherz, das stimmt auch gar nicht. Das stimmt auch gar nicht. Nein, du riechst natürlich, du versuchst nicht irgendwo die Nase zu berühren mit dem Glas oder so, logischerweise nicht. Das ist auch nicht schön. Und du bist ja nicht, aber du versuchst möglichst tief in die Nase reinzukommen, und ich bleibe schon relativ nahe am Flaschenboden, ne? Also am Flaschenrand. Ja, das heißt, okay. Nicht so zentral, sondern weil da absorbiert, also da habe ich durch das Schwenken vorher natürlich möglichst viel Umlauf. Das mache ich beim Bier nicht, das machen wir gleich beim nächsten Wein. Aber ich habe also diese Inselkreide mitbekommen, die ich tatsächlich heute zum ersten Mal trinke. Aber so Schwenken schon auch wichtig. Ja, mir schmeckt es. Ja. Mir schmeckt es. Ja. Ich finde, es ist eine Bewegung in dieser Craft-Bier-Geschichte, wo vieles auch, was ich nicht mag, ist mir auch zu anstrengend. Ich will ein Bier trinken. Ja, und dann nicht einen. Vielleicht bin ich auch zu wenig intellektuell für so ein sehr anspruchsvolles Craft-Bier, das irgendwie. Ja, aber da gibt es ja gerade extra zum Beispiel das Infinium, ein Bier, das mit Champagnerhefe, also mit Trappisterhefe vergoren wurde und deswegen auch, ich glaube, sogar 16% Volumenalkohol hat. Boah. Und also es gibt da schon viele interessante Sachen, aber nicht alles, was man so macht, muss auch gemacht werden. Ja. Oder was man machen kann, muss auch gemacht werden, ja. Sie sind immer noch, meine Damen und Herren, Sie befinden sich immer noch in einem Wein-Podcast, wo aber jetzt ungefähr seit 10 Minuten über Bier gesprochen wird, aber es ändert sich auch noch. Ich muss sagen, ich musste so lachen. Ich habe am Wochenende eine Werbung von Astra gesehen, Schrottwichteln. Und da ist eine Flasche Beck's Blue alkoholfrei drin. Da steht nur drüber Schrottwichteln. Und, also zum Thema Bier. Also ich habe euch Bier mitgebracht. Die Geschenke, und kommen immer noch erwachsen. Es kommt noch Wein. Jetzt, Clemens, wo du da bist, ich muss natürlich all diese Fragen stellen. Ich tue es hier mal so rein. Die mich immer beschäftigen beim Essen. Und für mich ist eine Horrorveranstaltung, das kennen die Kollegen schon, das Brot, was man kriegt. Ne? Man kriegt ja immer so einen kleinen Teller und dann wird über so ein Brot rumgereicht. Das sogenannte Kuvertbrot, ja. Kuvertbrot, okay. Und das muss man ja unbedingt brechen, richtig? Ich sag dir gleich, was mein Problem ist. Also du gehst zu einem Essen, du gehst vom Tisch zu Tisch und begrüßt alle Leute per Handschlag. Guten Tag, Herr Müller, guten Tag, Frau Meier, guten Tag, Frau Kramp-Karrenbauer, keine Ahnung. So. Den du halt so triffst. Wie man halt so trifft. Ja. Nein. Und dann setzt man sich hin und dann muss man ja, und das ekelt mich, dieses Brot mit den Händen auseinanderreißen. Und das kann ich nicht. Weil ich denke, jetzt, ich müsste mir erstmal nochmal die Hände waschen. Aber ich kann ja nicht, verstehst du mein Problem, nachdem ich den Leuten die Hände gegeben habe, erstmal noch wieder Hände waschen gehen, um dann das Brot zu essen. So dass ich es ganz oft so mache und ich werde schief angeguckt. Ich nehme das Brot mit der linken Hand
schmier da ein bisschen Butter drauf und beiß dann ab. Das ist, glaube ich, das schlimmste No-Go, was man machen kann, oder? Nee, also nee. Die schlimmsten No-Gos, die es gibt, sind meines Erachtens Unpünktlichkeit, Leiden, weil Leiden einfach unprofessionell ist, dann Lästern und meinetwegen noch der inflationäre Umgang mit Visitenkarten. Okay, das, was heißt Leiden so? Oh, ja, wenn Sie Montagmorgen, wissen, ne? Ja, okay. Schlange beim Bäcker, Loch im Donut, alles, was halt so schlimm ist. Okay. Und beim Brotbrechen, es gibt tatsächlich diese, ich glaube, der Moritz Knigge, der tatsächlich als Nachfahre von Adolf Freiherr Knigge noch über dieses Thema auch referiert, nennt das die Bröckchen-Flöckchen-Regel. Genau. Also ein kleines Bröckchen runter und dann ein Flöckchen drauf. Und ja, es stimmt, wir reißen ein mundgerechtes Stück ab und dann beschmieren wir das. Also beschmieren es noch nicht mal, sondern streichen es mit dieser Butter oder irgendeinem Aufstrich. Und Dankeschön. Es ist halt nicht so ästhetisch, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich da so eine Stulle draus macht oder ein Doppeldecker, also ein richtiges Sandwich draus bastelt. Aber ich mache es ganz dezent. Ich nehme es in so die Hand mit diesen zwei, nehme dann ein bisschen Butter drauf und beiß dann so ab. Das geht noch? Nein. Also es gibt ja nichts, was nicht geht. Ja. Und es gibt diese schöne Technik des Fehlverhaltens ankündigen. Ja, ich weiß, man tut es nicht so, ich tue es jetzt aber trotzdem aus diesen oder jenen Gründen. Das ist eine gute Idee. Aber wenn ich dann sage, ich tue es aus diesen oder jenen Gründen, dann sage ich... Ja, da muss man sich was Charmantes ausdenken natürlich. Und jetzt aber nochmal zum eigentlichen Punkt. Wir brauchen uns am Tisch nicht die Hand reichen. Ja, also ich gehe einfach an den Tisch und grüße einmal kollektiv in die Runde, meinetwegen, wenn es etwas buschikoser zugehen darf, dann klopfe ich vielleicht noch kurz hier mit den Knöcheln auf den Tisch. Das darf man machen? Ja, warum nicht? Was soll das eigentlich? Woher kommt das? Ich bin da. Okay. Ich bin an die Tür geknopft. Aber muss nicht, ich gehe sonst immer rum an so einem Tisch. Ich saß jetzt an so einem Tisch neulich mit 12 Leuten, bin ich rumgegangen, habe jedem einzeln die Hand gegeben. Macht mal gar nicht. Augenkontakt, 2-3 Leute namentlich ansprechen, alle freundlich anschauen, kollektiv in eine Runde winken und dann, wie gesagt, wenn es etwas legerer zugeht, meinetwegen auf den Tisch draufklopfen. Aber es besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit, da Leute beim Essen, beim Warten, wo auch immer zu unterbrechen. Okay. Eventuell sogar nicht die Hand über den Tisch hinwegreichen. Das ist nämlich dann wirklich ein Fehler, weil über Hindernisse hinweg reichen wir uns einander nicht die Hand. Okay. Ja, wir wollen ja niemanden über den Tisch ziehen. Und ja, damit wäre die Sache eh schon... Cool, dann wäre das Thema durch. Dann kann ich auch das Brot so nehmen. Oder Ghetto-Faust, einfach weil es hygienischer ist. Ja, dann hat man nicht die ganze Zeit die Handfläche. Die das war ernst übrigens. Das geht, ja. Echt? Hier. Ja. Hey. Nee, das kann man aber nicht im Ernst machen, Leute. Kommt drauf an, bei wem. Aber wenn dir jetzt jemand über den Tisch die Hand reicht, was machst du dann? Also achso, dann gibt es noch die Regel eben, eine dargebotene Hand wird nicht abgelehnt. Ja, deswegen haben eben auch alle Leute bei dir dann freundlich zugegriffen, lieber Lars. Ja, das stimmt. Und als kleine Notlüge, wobei ich dieses Wort gar nicht so gerne verwenden möchte und es auch niemandem erlauben möchte zu lügen, aber es gäbe eben noch diese Variante hier zu sagen, oh, seit heute Vormittag fühle ich mich nicht so wohl, deswegen möchte ich die Hand nicht reichen. Ja. So schnell, und dann, so kann man auch vor allem diejenigen Leute identifizieren, die sich wirklich nicht benehmen kann. Und benehmen hat nichts mit solchen Konventionen zu tun, meines Erachtens, sondern mit einer Geisteshaltung, das Herz am richtigen Fleck haben. Und diejenigen, die Leute, die sich gar nicht benehmen können, sind dann diejenigen, die trotzdem zugreifen. Die sagen, ach, ist mir egal. Ja, oder stimmt, Man bietet das letzte Stück Brot an und impliziert, indem man fragt, möchte noch jemand, das man eigentlich gerne selber hätte? Und es gibt immer einen, der sagt, ja, ich bitte. Und das sind die Leute, die sich nicht benehmen können. Ach, das impliziert man damit, wenn man das letzte Stück Brot anbietet? Ja klar, man will es eigentlich selber, richtig. Ja, sagen selber, ja. Was ist diese Geisteshaltung dahinter? Also was ist für dich? Aufrichtigkeit, ja, okay. Freundlichkeit. Also ich habe heute Morgen mich noch mit einem Kollegen unterhalten, der hat gesagt, nachdem Knigge für seine erste Auflage kritisiert wurde und dann hat er in der dritten Auflage geschrieben, also es war nicht seine Absicht, Leuten irgendwie mit erhobenem Zeigefinger Manieren beizubringen, sondern er möchte eben den Umgang mit den Menschen so zu gestalten, dass jeder, sowohl man selbst als auch alle in der Gegenwart einer Person froh und glücklich sind. Das ist ja immer das, was ich versuche meiner Frau zu erklären, die immer sagt, du hast kein Benehmen, aber ich bin lustig. Also ich sorge, am Tisch ist man, das ist doch auch... Bist du ein Joker-Gast? Nee, ist das kann man nicht, ist das, dass man sich, also schlimm ist auch, wenn du hast neben einen, dass du, was heißt Joker-Gast? Ist das so, dass da ein... Habe ich gelernt. Nämlich? Von meinem Lehrjahr. Wenn man die Tischordnung macht. Ja, wenn man die Tischordnung macht und man hat so 2-3 Personen, von denen weiß man, dass sie sich nicht viel unterhalten, eher ruhige Gesellen sind und Schwierigkeiten haben, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es Personen, da scheinst du dann auch dazu zu gehören, das sind die sogenannten Joker. Die haben eine Fähigkeit, das nennt sich Social Lubricant, also ein soziales Kleidmittel. Die setzt man irgendwo hin und es läuft immer. Also ein Garant quasi für gute Tischgespräche. Das heißt, aber deshalb sitze ich oftmals neben langweiligen Leuten offensichtlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, geht mir auch immer so. Ist das so? Ich möchte gar nicht sagen immer so, ich habe es schon neben Tollen. Du bist auch ein Joker?
Leute ordnen mich so ein. Ich bin halt nett, deswegen sitze ich neben blinden, Fußkranken und sonstigen Leuten. Was würden wir Michael? Jetzt nicht so gut an zwischen die beiden zu setzen. Ne? Ja, genau. Michael wäre auch ein Joker? Definitiv. Dankeschön, ja. Und Axel? Oh, dann nicht, ne? Was wäre Axel? Den dritten Fußkranker. Fußkranker. Aber, ja, aber Axel. Wollen wir nicht die ganzen... Ja, soll ich mal zeigen? Nee, wollen wir die ganzen Beine nicht wegschütten? Ich finde es ja so interessant. Es ist wahnsinnig spannend. Wirklich. Und ich, ich wusste nicht, dass es eine IHK-Prüfung überhaupt gibt. IHK muss man sagen, Industrie- und Handelskammer, genau, richtig. Ja. Und als ich das, Handelskammer Kassel ist das. Und als ich das erfahren habe, habe ich mich da angemeldet und dachte, was wollen die mir denn beibringen? Ja. Also ich muss denen was beibringen, so ungefähr. Und ich habe wahnsinnig viel Demut gelernt. Gleich am Tag 1, mein Kopf hat geraucht, was für Zitate und historische Sachen. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich finde, es ist wirklich höchste Eisenbahn, dass das an die breite Welt geht, bevor es verloren geht, weil es über Generationen weitergetragen wurde und wir jetzt in so einer Zeit sind, wo vieles einfach drüber hinweggesehen wird oder man glaubt, ich kann mir das erlauben, weil ich diesen Erfolg habe oder weil ich das Understanding habe und das finde ich, ist eben nicht so. Aber da sind ja offensichtlich viele Sachen gar nicht mehr on vogue. Also ne, ich dachte, man geht rum, gibt sich die Hand, ne, man muss... Das hat man noch nie gemacht, also das ist nicht bei Tisch. Okay. Also working a room, also okay. So wie es die Amerikaner machen, das kann man schon machen, aber nicht bei Tisch. Nicht bei Tisch, okay. Ja. Genau, also freundlich Hallo sagen, man kann sich auch selber die Hand reichen und einfach so in die Runde. Ah, das finde ich auch gut, genau. Aber woher kommt das eigentlich? Ist das was Urdeutsches oder wie sich die Hand zu reichen? Nee, ich meine jetzt Knigge überhaupt insgesamt. Knigge selbst ist tatsächlich urdeutsch, das ist ein 1752 geborener Landadeliger gewesen, der auf Gut Bredenbeck geboren wurde und dann eben als Kammerrealist und Jurist, als Hofangestellter bei einer Landgräfin von Kassel zum Beispiel gearbeitet hat. Und der hat sich dann verdingt auch unter anderem als Autor und 1788 das Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben. Das ist tatsächlich eben keine Benimmfibel, wie halte ich Messer und Gabel und wie seziere ich einen Hummer und was ziehe ich zu welchem Anlass an, sondern eigentlich vielmehr eine Handreichung für Anlass- und adressatengerechtes Benehmen, also eine soziopsychologische Studie über unterschiedlichste Charaktere. Aber du erzählst es ganz anders, als ich das jemals gehört habe. Es ist so, man hat richtig Lust, sich gut zu benehmen. Da liegt das Buch. Axel. Ich wusste es noch nicht. Über den Umgang mit Menschen. Wie bist du jetzt dazu gekommen, da Vorstandsvorsitzender bist du? Oder? Ja, das wundert mich auch immer noch, muss ich ehrlich gestehen. Nee, ich nicht, dass es mich wundern würde, das weiß ich nicht. Aber. Doch, also mich wundert das wirklich. Ich bin aufgrund meines Seitenscheitels wahrscheinlich und weil ich schon ein bisschen biederer seit jeher gekleidet bin als meine Altersgenossen, immer derjenige gewesen, der auf Geheiß meiner Grundschullehrerin am Anfang hin eben den Mitschülern erklären durfte, wie man sich eben benimmt, ja, und warum man einer Dame den Stuhl anbietet oder die Türe aufmacht, warum man das letzte Stück Brot anbietet und eben fragt, ob jemand anderes möchte. Das hat sich so durchgezogen. Dann kurz vorm Abi habe ich eben auch den Tanzkurs für den Abi-Ball gegeben, weil ich selber zu dem Zeitpunkt einfach schon viel getanzt habe. Ja, und dann bin ich am Seglerverein beigetreten bei uns in München und die haben gesagt, Heuers, wenn sich jemand benehmen kann, dann doch du, bring doch mal hier unseren jungen Mitgliedern bei, wie man es richtig benimmt. Da habe ich dann einen Vortrag vorbereitet, der kam super gut an, hat so ein bisschen die Runde gemacht, über ein paar Ecken kam ich dann zu Siemens und zur Bayerischen Eliteakademie in der Stiftung und die haben dann alle gesagt, ach, das ist ja interessant und so entstand das dann alles peu à peu. Und natürlich hat mir da mein sehr langer Nachname in die Karten gespielt, wobei ich sagen muss... Wie der nochmal genau lautet, den müssen wir jetzt schon einmal... Graf von Hoyos, aber Sie sprechen mich ja immer so an. Ja. Ja. Ich lege da überhaupt keinen Wert darauf, das möchte ich hier einmal festhalten. Ich stelle mich auch überall nur vor als Clemens Hoyos. Aber man darf, der große Fehler ist, man darf nicht sagen Herr Graf, ne? Sondern man sagt Graf. Graf Hoyos wäre die gesellschaftlich korrekte Anrede, genau. Wobei die eigentlich fast keine... Graf Hoyos, das gefällt mir fast noch besser als du. Kann ich das jetzt machen? Wenn das dir gefällt. Ja, genau, aber bitte einfach Herr Hoyos oder Clemens. Also ich bin da wirklich... Cool. Sag mal, wollen wir zwischendurch diesen Riesling, der vielleicht auch ein Süßwein sein könnte, einmal... Nein, das ist Muscatella von der Farbe. Was? Muscatella von der Farbe. Also er weiß wahnsinnig viel über gutes Benehmen. Aber nichts über Wein. Hat er kein Weinwesen studiert. Na, aber es geht schon in die Richtung, geht in die Richtung Süßwein. Also so ein bisschen, ganz klar muss man sagen, dass man von der Farbe des Weines nie die Rebsorte erkennen kann. In keinem Fall. Habe ich auch nicht gesagt. Was guckst du mich denn so an? Guck den Grafen an. Ich wollte erst der breiten, gut erzogenen Gemeinde mitteilen. Wer also ein Glas sieht und dann die Rebsorte erkennen kann,
Der hat das Etikett schon gesehen. Ist ein Lügenbold, ja. Ein Schwindler. Von daher kann man es nicht sehen. Was man aber sieht, wenn die Farbe ein bisschen dunkler ist, ja, dass entweder der Wein in sehr, vor allem in sehr neuem, also nur im neuen Holz gelagert wurde, dass dieses neue Barrique eben diese Farbe abgegeben hat, oder dass der Wein ein bisschen älter ist. Ja. Und Zweiteres trifft zu, er ist ein bisschen älter. Ein bisschen, aber nicht wesentlich. Und noch ein bisschen süßer. Dadurch? Das kann sein, dass deine Geschmacksknospen durch das Bier ein bisschen eingeschränkt wurden. Deswegen musst du vielleicht 2-3 Schlucke mal nehmen, um das nochmal zu beurteilen, weil eigentlich ist es nicht so. Wie ist es mit dem Du und Sie? Das ist ja wirklich interessant. Bei euch beiden ist es ja offensichtlich schwierig. Aber in der letzten Zeit, ich bin dazu übergegangen, wirklich quasi im Moment immer in ganz vielen Situationen einfach nur meinen Vornamen zu sagen. Ist das schon unhöflich? Also vorhin war Howard Carpendale zum Beispiel hier und da habe ich gesagt, Lars. Und dann sagt er, Howard Carpendale. So. Aber das, und dann erzählt er. Ja, und dann hat der Manager gesagt, der Manager hat ihm vorher gesagt, ihr könnt euch duzen, weil der Howard Carpendale ja immer Englisch du. Howie. Howie. Howie darf man nicht sagen. Aber wie ist das mit dem, man stellt sich in der Regel vor mit Vor- und Nachnamen. Es gibt so viele, die sich auf einmal nur noch mit Vornamen vorstellen. Ja, also da ist auch Knigge erbarmungslos, also beziehungsweise die vermeintlich gute Umgangsform, was auch immer gut ist. Man sagt, wir stellen uns richtig vor mit den einleitenden Worten, mein Name ist, okay. Dann Vorname, dann Nachname. Mein Name ist Clemens Hoyos. Okay. Und wenn der andere sagt, was mache ich jetzt? Wenn ich sage, jetzt kommt man und sagt, mein Name ist Axel. Das ist ein Angebot, die Person zumindest mal mit Vornamen anzusprechen. Okay, das heißt noch nicht du. Das kann auch sein, dass Hamburger Sie, ja, Axel Sie, das hat ja immer irgendwie, also, Giovanni Di Lorenzo und Helmut Schmidt haben das ja immer sehr viel gemacht. Helmut, darf ich Sie einmal etwas fragen? Ja, es gibt einen Soziologen, der hat das ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, gute Umgangsform ist vor allem Umsicht und sich seiner Handlungen oder Konsequenzen seiner Handlung bewusst zu werden. Und deswegen lässt sich der umsichtige, weitsichtige Mensch, und hier auch Balthasar Gracian schreibt darüber, diverse Eskalationsstufen offen oder aber auch Deeskalationsstufen. Ja, also ich kann anfangen mit dem Nachnamen und mit dem Sie. Ich kann anfangen dann zu siezen und zu duzen mit dem Vornamen und mit dem Siezen und dann eben alle möglichen Kombinationen durchspielen, bis man irgendwann beim Vornamen mit Du angelangt ist. Und, das heißt, was ich vorhin gemacht habe, von wegen, also ich habe ja das Gefühl, ich bin jetzt immer überall der Älteste und dann sage ich immer, oh, ich bin der Älteste, ich kann dir das Du anbieten. Dein gutes Recht. Ist mein gutes Recht. Ja. Und auch in der Hierarchie, was schlägt Hierarchie, schlägt Alter? Alter schlägt Hierarchie oder gibt es dann Doppelpunktzahl? Also privat ist es tatsächlich so, dass die Dame dem Herrn das Du anträgt und der Ältere dem Jüngeren. Und wenn man so eine Pattsituation hat, Dame und älterer Herr, dann ist natürlich das Alter, das hier sticht. Tatsächlich. Ja. Also der Ältere darf der jüngeren Dame ein Du anbieten und im beruflichen Kontext gibt es nur die Hierarchie. Und wenn zwei Leute selber Hierarchie in einer Situation sind, dann stellt man ab aufs Dienstalter, wenn das bekannt ist. Aha, meine Erfahrung ist, nach 4 Flaschen Wein zu zweit liegt man sich duzend im Arm in der Regel. Und singt und am nächsten Morgen schämt man sich. Ja. Nein, das ist die Zeit der Weihnachtsfeiern. Ja. Sag mal, jetzt, ich habe das mal jetzt, alles interessant, ich habe das mal probiert. Und ich weiß nicht, probiert. Diesen Wein hast du probiert? Ich habe ihn gerade probiert. Und es ist ganz krass. Hast du schon mal probiert, Axel? Ja. Ja. Was sagst du? Der schmeckt mir sehr gut. Gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ich habe immer nicht, dann machen wir den nächsten. Ich habe nicht lecker gesagt. Dann wissen alle, worum es geht. Nee, ich finde so, echt. Kiwi. Ist das besser? Kiwi? Nee, ich finde so, es schmeckt ganz anders. Also man, das ist so viel. Ich habe ja zwischendurch einmal so ein Geräusch von mir gegeben. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, das ist normale Zucken, weil ich finde, es ist eine Explosion bei mir im Mund. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, nicht unbedingt eine Geschmacksexplosion, aber so viele Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Kannst du sagen, was es ist, was passiert ist? Ich muss es nochmal kurz probieren. Mhm. Ich finde Kiwi gut, was du sagst. Ich habe auch was Tropisches. Ja, so, wie heißen die, Kapstachelbeeren? Nee, diese. Ja, Stachelbeere. Stachelbeere und Physalis. Mhm. Was ist Physalis? Kapstachelbeere. Ah, Physalis, kennst du diese kleinen gelben Dinger, die kriegt man immer beim Dessert, liegen die immer neben dem. Und die Blätter so halb ausgedreht. Kennst du? Diese orangen Dinger? Ja, genau. Creme Brûlée, Creme Brûlée. Okay. Physalis, sehr hoch vitaminhaltig. Hm? Ja. So, spritzig, so wie so ein kleiner Blitz. Also
gleich, also ich finde, so, war so gleich da. Also ich finde, das keine der Aromaten ist irgendwie überbordend, der Roman, aber das ist da auf jeden Fall. Es hat eine schöne Frische hinten raus, es hat einen guten Punch auch und ich freue mich extrem, ich finde es wirklich, wirklich spannend. Ja. Was ist es? Habt ihr eine Idee? Also was ist die Rebsorte vielleicht? Riesling. Hatten wir schon mal. Wie hatten wir schon mal? Nein. Semillon. Wir hatten diese Rebsorte. Semillon. Wir hatten diese Rebsorte schon. Ist es Semillon? Ist es Semillon? Also, was ich mag, darf ich das sagen, dass diesen Ehrgeiz, den du hast, ich finde es toll. Also ich finde es wirklich toll, dass du diesen, weil man, ich glaube, wenn sich diese Weinwelt, diese Tür so ein bisschen aufmacht, furchtbar, dass man mit Leidenschaft da durchgeht und dann merkt, Wahnsinn, was da dahinter noch alles ist. Also ich will das alles erlernen oder ich will mich damit beschäftigen. Er sagt das auch so nett, so ein Weißburgunder? Also es ist ein deutscher Wein. Deutsch. Ein deutscher Wein. Es ist ein deutscher Wein und es ist eine sehr aromatische Rebsorte, die aber auf einem eher typischen Rieslingboden wächst. Ist eine Scheurebe? Nein, aber es ist ein Sauvignon Blanc. Es ist ein Sauvignon Blanc aus Deutschland. Scheurebe war sehr dicht dran, Axel. Und ich dachte, wenn wir einen Grafen am Tisch haben, würde ich müssen wir ihn noch schlagen durch einen Fürsten. Wollte ich einen Fürsten noch mitbringen und das ist Fürst Löwenstein, ein Weingut in Franken auf einer Rieslingfläche, sagst du aber. Auf einem, das ist wunderbar, quasi eine Terrassenlage, der Homburger Kalmut in den Berg hineingebaut, wirklich traumhaft schön, wo 95% Riesling wachsen und ein bisschen so wie nur so 1200 Flaschen im Jahr. Wirklich ganz, ganz wenig. Und deswegen, und da muss ich dich wirklich verteidigen, Lars, dass es ist eigentlich ein Sauvignon Blanc für Rieslingtrinker, der diese Aromatik zwar hat in der Nase, auch dass du hast für mich so ein primär exotische, also Kiwi, Papaya, Physalis, vielleicht, ich habe auch ein bisschen Ananas gehabt. Und dazu trotzdem aber ziemlich trocken. Sehr trocken? Ja, aber du hast am Anfang süß gesagt. Deswegen, nein, ich fand, es roch süß. Er schmeckt und nicht süß. Nee, er schmeckt nämlich wirklich überhaupt nicht süß. Und er hat eben, über den Boden kommt die und das sind ganz unterschiedliche Böden. Die Böden sind über 1000 Jahre alt und das ist wirklich von Muschelkalk bis Buntsandstein, das ist wirklich sehr unterschiedlich in dieser einzelnen Lage und deswegen haben die Weine eine irrsinnige Homogenität, ja, die bilden so relativ alles ab und ich finde, in einer Welt, wo es wahnsinnig viele belanglose, sehr intensive, ohne dass ich da irgendwelche Länder oder irgendwelche Häfen, die benutzt werden, Sauvignon Blanc sehr, sehr beliebig ist, ist das eben wirklich spannend und sehr, sehr gut gemacht. Kostet, Axel? Was kostet das Bier? Was kostet das Bier? 10 Euro. 10 Euro? Ich habe schon gesagt, gesagt, ja. Ne? 10 Euro. Und das? Ja. Bisschen teurer, ne? Ja. 10 leider. Euro der Schluck. Ja. Ja, 10 Euro der Schluck. Nee, da würde ich schon sagen, da bist du schon bei 24 Euro. Ja, also 25 kostet tatsächlich die Flasche, wenn du sie überhaupt kriegst. Aber es gibt zu wenig. Und ich finde, dass... Weil du meinst, das ist übrigens ja auch, Clemens, musst du wissen, dass der Michael sehr, sehr gerne Flaschen mitbringt, die man nie wieder kaufen kann. Wie ist das eigentlich, wenn man sieht, dass ein Glas leer ist, muss man dann von selber nachschenken? Bei einer Weinprobe. Meinst du es nicht leer? Das ist die Frage. Aber das ist wirklich interessant. Wie ist es? Im Restaurant, Glas ist leer. Dann kommt ja der Kellner und schenkt nach, weil sie noch eine zweite Flasche. Darf es noch eine zweite Flasche sein? Gerne, Bro. Wie ist es denn, wie macht man? Das hat mit Dings nichts zu tun. Es gibt ja so Service Excellence und Hospitality Skill Seminare. Und die biete ich jetzt persönlich nicht an, zumindest nicht für die Top-Gastronomie oder Top-Hotellerie-Sterne-Gastronomie. Aber ich würde sagen, Herr Kutay, auch Sie haben gelernt, sobald das Glas um die Hälfte dezimiert wurde, der Inhalt, wird nachgeschenkt. Ja. Aha. Ja. Also ich finde, es sollte schon auch in der Temperatur bleiben. Das heißt, wenn ich immer eiskalt nachschenke und wenn ich das Gefühl habe, irgendwo im Restaurant so quasi, er isst doch noch so viel, der schenkt noch ein, das finde ich so blinder Aktionismus, diese zweite Flasche auf Gederb und Verabscheuungswürdig. Genau, verkaufen zu wollen. Darum geht es nicht, aber dass man immer aufmerksam ist. Allerdings, wenn ich irgendwo bin, auch bei Freunden, da sagen die oft so, nee, wenn du da, ich bin immer betrunkener, wenn du da bist, wenn du so aufmerksam bist. Weil ich sage aber, so ein leeres Glas finde ich so, das geht gar nicht, das tut mir wirklich weh. Ja.
Und da sage ich immer so, du bist schuld, dass ich gestern so betrunken war, weil du hast immer nachgeschenkt. Aber das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich jetzt dir, lieber Axel, nachgeschenkt habe, dass es dir auch schmeckt. Also ich mochte das Etikett, wollte ich sagen, 1102 heißt also nicht die Lage und auch nicht der Jahrgang, sondern da wurde diese Lage Homburger Kalmut das erste Mal eben urkundlich erwähnt. Das ist also schon wirklich richtig alt. Ja? 2002, findest du alt? 1102. Und das Weingut ist... November 2002. Genau. Und das Weingut ist wirklich 400 Jahre alt. Krass. Und die Erbprinzessin Stefanie von Lümpfstein, die betreibt es eben, ihr Mann ist auf tragische Art und Weise verunglückt und die macht das und ich, die hat einen tollen Kellermeister, aus dem dieser Jahrgang auch noch ist, 2015. Bastian Hamdorf mittlerweile ein eigenes Weingut hat, der auch eine Hamburgerin geheiratet hat, also einen Bezug nach Hamburg hat und von daher mochte ich das irrsinnig. Ich finde es echt ein spannender Sauvignon Blanc in einem Land, absolut, das nicht so perfekt unbedingt geeignet ist für Sauvignon Blanc. Deswegen habe ich es euch mit Freude mitgebracht und freue mich auch, wenn es euch schmeckt. Wie macht man das, wenn man so am Essen ist? Das ist immer mein Problem als Vegetarier. In der Regel sagt man vorher Bescheid, dass man Vegetarier ist. Wenn man zum Beispiel bei Freunden eingeladen ist, ist immer ein bisschen unangenehm. Aber ist es richtig, dass man vorher sagt, denkt ihr bitte daran, ich bin Vegetarier, meine Frau hat eine Glutenunverträglichkeit. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Okay. Und dann also gleich bei der Einladung praktisch schon sagen, Achtung. Ist nicht unhöflich? Okay, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie die Einladung erfolgt. Ich weiß nicht, wenn man telefonisch angerufen wird. Man kriegt einen Brief, also was ich, Einladung zur 10 Jahre Hochzeitsfeier oder genau. So. Genau, ich bin dankbar, wenn es eben auch eine vegetarische Alternative gibt, schreibt man dann zurück, gibt man telefonisch durch. Wobei man ja sagt, auf Einladung sollte man immer entsprechend reagieren, wie eingeladen wurde. Das heißt, auf eine Karte schreibe ich eine Karte zurück. Tatsächlich? Wäre gut. Auf eine Karte schreibe ich eine Karte zurück? Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ja. Wie wichtig ist es, das habe ich mal in Streiben meiner Frau, wie wichtig ist es überhaupt, so eine schriftliche Einladung zu machen? Man kann es ja heute auch einfach per Mail machen, geht das viel schneller? Benehmen funktioniert eher in zwei Richtungen. Ja, und da kann man ja auch solche Distinktionsmechanismen verwenden und einfach sagen, ja, mir ist das wichtig, ich möchte hier dieses formelle Ereignis oder dieses besondere, herausragende Ereignis nochmal unterstreichen, indem ich eben eine schriftliche Einladung versende. Ja. Wenn ich jetzt zum Umtrunk morgen Abend Nikolaus-Umtrunk einlade, ja, dann was anderes. Geht das schnell per E-Mail, Facebook, LinkedIn, Xing oder sowas raus. Aber ich finde, das ist eine Höflichkeitsbekundung, eine Geste der Aufmerksamkeit. Selbstgebastelte Karte, also irgendeine Postkarte oder Karte in Druck geben lassen? Ja, kommt ganz darauf an. Also wenn du, du bist offensichtlich schon verheiratet, ja. Deswegen... da habe ich alles schon in mir Taufe, es war alles noch nicht. Alles Axel noch nicht. Das war Axel, ja. Oh, okay. Alles mit Karten. Ja, also wenn du heiratest, das ist natürlich schön, wenn du so... Ne. Wie mache ich denn einen Antrag überhaupt erstmal? Das müsste ich ja erstmal... Das ist gut. Kannst du dazu auch was... Das könnte ich dir sagen, Axel. Ja? Ich kann dir sagen, wie ich es getan habe, aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Das musst du fühlen, das muss aus dem Inneren kommen. Okay. Das ist ganz kompliziert. Also man muss nicht auf die Knie gehen unbedingt, oder? Finde ich schon. Die Frau erzählt es gerne, wenn du es getan hast. Ich habe schon gehört, also die Frauen reden dann darüber und dann ist das wichtig, dass man auf die Knie geht. Das Entscheidende ist, glaube ich... Aber wenn das nicht aus einem selber rauskommt, dann muss man das nicht machen, oder? Es gibt nichts, was nicht möglich wäre. Stimmt, oder? diese alte... Es muss ja zu dir passen. Ja. Und diese alte Regel mit dem Ring... Irgendwie das zweifache Monatsgehalt. Das wäre jetzt bei Axel nicht viel. Das ist ja eine Sache, die aus den USA kommt. Das kann man ja ändern. Kannst auch ein Dreifaches nehmen. Ja, das kann man ja machen, wie man möchte. Das ist so eine amerikanische Regel. Und tatsächlich hat es damals gibt einen sehr spannenden Artikel dazu, die Diamantfabrikation hier, die Schürfer oder wer auch immer dahinter stand, eben so propagiert in der Zeitung. Diamanten sind so wertvoll und die hatten damals gar keinen großen Wert, ja, außer so ein bisschen in der Industrie und das ist quasi alles gemacht. Und deswegen haben die dann auch gesagt, ja, zwei- bis dreifaches Monatsgehalt. Aber am Ende zählt, glaube ich, dass es ein schöner Stein ist, dass er einen guten Schliff hat, dass er rein ist, ja, und dann kommt es auf die Größe gar nicht mehr so drauf an. Frauen checken das doch gar nicht. Also wenn die so du kannst auch einen Zirkonia schenken, so einen Schmuckstein. Aber dann empfehle ich dir, dass das nicht rauskommt. Das gar nicht? Ja, nee, oder tun die das? Ich meine, also nehmen die den, okay. Sie können doch den Ring. Es gibt immer ein Echtheitszertifikat. Nein, vor allen Dingen, da schenkst du doch nicht mit. Da schenkst du nicht mit. Aber ich sag dir, die Größe. Du schenkst nur das Zertifikat. Schenkst das Zertifikat? Nein. Nee, aber das ist doch unterhalb der Schmuckbox. Liegt das an? Nee, aber die Größe spielt schon eine Rolle. Das spielt schon eine Rolle. Ja, Plastik kann auch groß sein. Nee, aber die Größe schmeckt. Das ist schon. Und ich habe auch sehr darauf geachtet, das ist schöner Schlipp. Ist alles, was du eben gesagt hast.
Bisschen klein ist der schon. Genau. Axel, ich beeile mich wirklich eine Geschichte dazu, weil meine Frau hat nie einen Verlobungsring bekommen. Ja, und wir hatten übrigens gestern Petersilienhochzeit um 11 Uhr klingelt jetzt 50 Nachbarn vor der Tür. Echt? Ja, wirklich. Also, oh, what? Also ist auch egal, war total schön. Und ich war in Amerika und habe in der Nähe von bei Tiffany gearbeitet, in einem Restaurant, bin mittags schnell hin zu Tiffany im Anzug, so wie ich arbeite, und habe gesagt, ja, hallo, ich will einen Verlobungsring kaufen. Ich habe auch, beim Wein finde ich es immer schön, habe also gleich gesagt, ich stelle mir vor, so $700, um gleich eine Größenordnung reinzumachen. Ja. Und was haben Sie denn so da? Und er guckt mich an, so von oben bis unten, so Splitter. Und dann gesagt, also fängt bei 1500 an, ja. Und da ist der Stein mit freiem Auge nicht zu erkennen. Das hat er zu mir gesagt, ja, nicht so, OMG, das wird meine Frau, das wird sie nicht gut finden, ja, weil wir haben da noch eine kleine Reise geplant und eine große Reise geplant in Amerika und wir haben da 1,5 Jahre gearbeitet und dann gab es keinen Ring. Ja? Und dachte ich, aber ist glaube ich, ihr nicht so wichtig. Das wollte ich nur damit sagen. Und dann habe ich einen Heiratsantrag gemacht auf Hawaii und bin auf so einem Steg und so wirklich sehr romantisch und hatte aber keinen Ring und sie aber wunderbar verliebt, fertig. Nächsten Tag, also ich war echt aufgeregt und bin auf die Knie und so. Nächsten Tag beim Auschecken und habe ich dann bei der Rezeption gesagt, so meine Verlobte und ich, wir verlassen jetzt Hawaii. Und sie so, oh mein Gott, so Verlobte und so weiter. Und sie so, show me the ring. Und meine Frau so, oh, I have no ring. Und die guckt mich an in einem Blick des Todes. Ja, wirklich so. Und danach meine Frau so mitleidig, so, ach du Arme, also dass du quasi jetzt den nehmen musstest. Also das war echt, wir haben uns so drüber amüsiert. Also ja, ich finde, du kannst, es geht um die Liebe und nicht um den Ring, ist meine Meinung. Auch wenn das weit weg vom Knigge ist. Also ich weiß nicht, wenn man deine Frau jetzt so ganz... Also interviewen würde dazu, würde ich das Gleiche sagen? Also, ein bisschen schade. Wenn du natürlich jetzt sagst, Schatz, ich habe jetzt keinen Ring, aber ich habe mir dieses neue iPhone geholt, dann finde ich das schwierig. Aber und ich weiß, Frauen lieben auch Schmuck und ich finde, ja, das ist auch was Besonderes und das ist auch sein. Aber in dem Fall wäre es jetzt, sie sagt nach wie vor, das war genau die richtige Entscheidung. Okay. Wir haben eine Geschichte zu erzählen. Also jemanden nicht zu fragen, den man liebt und mit dem man den Rest seines Lebens verbringen will, aufgrund dieser Ringgeschichte, finde ich, das ist es nicht wert. Abgefahren. Dann vielleicht ist auch einfach mal der richtige Moment da. Ja, auch diesen richtigen Moment abzupassen, ist wahnsinnig schwierig. Und dass du dann noch einen Ring dabei hast. Das ist wahr. Das stimmt, coole Frau. Also ich habe es natürlich vorbereitet, wir sind nach Hawaii geflogen und ich habe gesagt so, jetzt beginnt der letzte Teil unserer Amerika-Erfahrung. Und meine Frau so, nein, ist für mich schon abgeschlossen, Hawaii gehört nicht mehr dazu. Sag ich, doch, aber Hawaii gehört noch dazu, mein Schatz. Und sie so, nein, für mich ist abgeschlossen. Sag ich, nein, das ist am letzten Mal. Also, das war dann der richtige Moment? Ja. Nein, und das ist, ich war auf diesem Steg und immer ist irgend so ein Kind daher gelaufen gekommen und ich so, jetzt geh mal weg, ich würde jetzt meine Frau fragen. Und die sagt ja schon, irgendwie ist es komisch mit dir, ist alles okay. So, ja. Hast du noch Wein. Ja, ich habe noch Wein. Ich kann noch kurz sagen, Axel, ich habe das ähnlich erlebt. Ich wollte bei einer Frau in Goethes Wohnhaus den Antrag machen, hatte einen Ring im, war total angespannt und wollte jetzt, weil ich dachte, wenn du in Goethes Wohnhaus den Antrag machst, und dann kam so eine japanische Reisegruppe rein und am Ende habe ich dann den Antrag in dem Hotel, was gegenüber von Goethes Wohnhaus stand, Zelt. Abends gemacht. So ähnlich. Man, das ist ja, herzlich willkommen in, 4 Männer in der Midlife-Crisis. Was ich schon immer fragen wollte. Ja. Frage für einen Freund. Es gibt ja demnächst hier auch einen, es ist ja so eine Podcast-Factory geworden und wir haben demnächst einen Podcast, der heißt Ich frage für einen Freund. Oh. Da laden wir dich auch gerne mal ein. Clemens, wir wollten noch etwas zu guten Benehmen. Eine Sache musst du noch klären, bevor wir, Wahnsinn, du hast heute wieder, was heißt das? Sieht ganz, ganz gelb aus. Also ich habe unseren Gast gefragt, Graf Hoyers. Jetzt doch, Entschuldigung. Ja. Können Sie, gibt es irgendwas, was ihm eine Freude machen kann? Und er sagt, also jetzt eher lokale Weine. Ich finde, aus meiner Überzeugung müssen die Weine nicht vom anderen Ende der Welt kommen. Und deswegen habe ich jetzt nochmal einen deutschen Wein mitgebracht. Aufgrund der Leidenschaft von Grippeschutzimpfungen und Riesling von Lars habe ich also quasi einen... Es ist ein Riesling, wollte ich gerade sagen. Es ist ein Riesling, genau. Aber... wie man das in der Nase jetzt schon erahnen könnte, ein nicht trockener Riesling. Genau. Sehr. Ich wollte noch eine Sache fragen, weil das immer das Thema ist, wie weit macht man beim Essen die Hände auf den Tisch oder die Arme auf den Tisch? Also ist ja gern, also gut, ich weiß es schon, ja. Aber das ist zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern so, die schmeißen mit Gabeln nach meinen Kindern und nach mir, wenn wir auch nur den Hauch... Sehr sympathisch. Ist das, ja? Hat mit dem Besteck nichts zu tun. Ist das wirklich so? So aus Plastik, das Besteck. Aber wie ist das, wie weit oder nee?
Wie sitzt man überhaupt am Tisch dran? Also möglichst akkurat. Was heißt akkurat? Ja, also da gibt es tatsächlich Regeln. Ja. Und zwar sitzen wir so da, dass vorne zwischen uns so eine schlanke Hauskatze passt, also zwischen Tischkante und Bauchdecke. Axel, bei dir passt ein Bernardiner zwischen, wenn ich mal sagen darf. Ja. Und hinterm Rücken passt so eine Faust in etwa rein. Ah, man lehnt sich nicht an? Nein, um Gottes Willen, nur zwischen den Gängen. Ja, und dann sitzen wir aufrecht da, durchgestreckter Rücken, gerader Kopf, Kinn parallel zum Boden und die Hände gehen hier bis zu dem Knöchel am Handgelenk auf die Tischkante und das war's. Das ist ja einfach. Oder bin ich einfach. Ganz ehrlich, da habe ich ja alles falsch gemacht. Aber es schaut gut aus, wie du jetzt gerade sagst. Ja, aber ich habe ja alles... Hast du deinen Schwiegervater damals gefragt? Ob ja, selbstverständlich, ja, vorher. Mit Geschenken vorher. Nee, ich habe es nicht gemacht, ich habe es hinterher gesagt. Nee, ich war mit Geschenken vorher da. Ja, 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 das musst du schon machen. Ja. Da musst du schon mal. Weil da merkst du auch, wenn er sagt... Ja, aber da lachen sich die Schwiegerväter inzwischen kaputt. Nee. Das kommt total wieder. Kommt total wieder an, das ist richtig. Die fragen dann, zeig erst mal den Ring. Armselig, vergiss es. Genau. Ach so, oh Gott. Das tut dir am Rücken auch weh auf die Daumen. Das ist Frage des Trainings. Mach das mal eine Woche lang oder zwei. Und dann kann man ja auch anrufen. Nein! Du willst nicht. Aber also dann, okay. Von außen nach innen, das ist klar. Klar, jeder, der Titanic gesehen hat, weiß das. Genau. Ja, genau. Leute, ihr müsst mal ein bisschen zuhören, weil sonst wird das mit euren... Ich weiß es übrigens schon. Ich habe das schon gelernt. Ich weiß es schon. Was macht man... das habe ich zum Beispiel. Was macht man? Da muss mir einen Tipp geben. Du hast was im Mund und es ist total heiß und es schmeckt nicht und du möchtest es am Tisch ausspucken. No go, runter damit. Ist egal. Ja, passt. Ja. Also, gegen Hitze kannst du nichts machen. Ja, also. Genau, das, dann, was machst du dann? Bist du selber schuld. Hättest da ein bisschen mehr gewartet. Man merkt ja schon, wenn man die Gabel vorsichtig zum Mund führt und dann kein allzu großes Stück auf der Gabel hat, ob das jetzt hier so richtig Hitze ausstrahlt oder nicht. Also dafür gibt es keine Regel, da gibt es einfach nur entsprechende Vorsicht. Okay. Und also ausspucken immer ein No-Go? Nein, ausspucken immer ein No-Go, definitiv nicht, ja. Ah. Aber wir sagen, alles was in den Mund hineinkommt, dort aber nicht hingehört, kommt auf dieselbe Art und Weise wieder raus, wie es reingekommen ist. Das heißt, über den Löffel oder über die Gabel? Über den Löffel, über Gabel. Wobei, wenn man jetzt eine Olive mit einem Zahnstocher zu sich nimmt, muss man natürlich den Olivenstein nicht auf den Zahnstocher zurückbalancieren. Okay. Sondern da darf man das Ganze dann auch in die linke Faust geräuschlos ablegen und von dort aus immer auf die 11 Uhr Position. Auf die was bitte? Auf die 11 Uhr Position auf dem Teller. Also wenn man sich den Teller wie eine Uhr vorstellt, 11 Uhr ist so die Position für die Essensreste. Ach, das wusste ich nicht. Ich habe es einfach immer irgendwo draufgehauen. Immer auf wenn das 12. dann runter, wenn dann die Olive runterrollt, der Olivenstein, ja, ins Essen rein. Ins Essen rein. Darf man mit den Fingern da reingreifen? Nein, mit dem Gabel. Mit der Gabel da. Aber das ist gut, also 11 Uhr Position. 11 Uhr Position, da kommen die Reste. Genau, und wenn jetzt man einen Knorpel oder eine Krete zwischen den Zähnen hat oder zwischen den Lippen oder im Mund allgemein, ja, dann versucht man das zwischen die Lippen zu buxieren und von dort aus kommt es auf die Gabel. Wenn es jetzt eine größere Operation wird, dann hält man sich kurz schützend die Hand vor den Mund, die andere, die gerade frei ist. Und wenn man merkt, dass selbst das nicht langt, dann muss man halt eben mal kurz die keramische Abteilung aufsuchen. Oder man sagt, guck mal da hinten und alle gucken hin. Großer Elefant, genau. Ja. Wie ist das mit Pusten? Nein. Oh, gar nicht pusten. Ich habe so gepustet jetzt vor kurzem. Immer so eine Suppe, immer gar nicht pusten. Aber Suppe, das ist auch so ein super spannendes Thema. Das passt ja auch zu der Flüssigkeit hier im Glas. Diese flüssigen Dinge. So eine Suppe dieser Wein. Ja. So eine Suppe, genau. Richtig trüb eigentlich. Nein, Suppe wird immer von sich weggelöffelt. Und zwar an den oberen Rand heran. Weil am Rand ist es einerseits immer kühler. Also man löffelt von sich weg. Die Bewegung geht von einem weg. Also ich ziehe es unten rein, mache es nach oben und dann in den Mund? Dann so eine kleine Abtropfbewegung, dann hoch zum Mund und dann in den Mund. Also 4 Schritte. Boah, komplex. Das geht. Das habe ich immer falsch gemacht. Ja, die meisten essen in einem Schritt. Also genau, zack. genau. Aber warum? Einfach weil es so ist. Nee, weil dann muss man nämlich nicht mehr pusten. Wenn man von der Rand nicht weglöffelt, das stimmt. Ist es da schon mal kühler. Aber und wenn man noch auf diesem langen Weg nach oben und in den Mund, kann die Suppe auch nochmal auskühlen. Und man nimmt ja ohnehin nicht mehr als ein Drittel des Löffels voll. Ja. Nimmt man nicht? Nee, weil irgendwann, das passiert uns allen, noch kommt der Tremor. Und wir wollen uns ja nicht die Suppe über den Schoß schütteln, sondern eben hier trockener Kleidung. Ein Drittel nur. Das heißt, man sitzt ja richtig lange an so einer Suppe, ne? Ein Drittel. Die und eben den Teller zum Mund führen, auch nicht. Wenn ein bisschen was noch drin ist, dann? Ja, bei der klaren Suppe ist das möglich, wenn keine Inhalte mehr drin sind. Also Grießnocker, würde man bei uns in Bayern sagen, was ist hier drin? Julienne, Streifengemüse, Gemüsestreifen.
irgendwas. Und wenn es eine klare Brühe ist und wir eine Suppentasse haben, also mit Henkeln, dürfen wir es mit der rechten Hand an den Mund führen. Nicht mit beiden so? Nicht mit beiden. Es sind nur zwei Henkel dran. Das ist auch mal ganz spannend, wie sich die Dinge so entwickeln, damit eben die Servicekräfte das nicht hier so um 180 Grad rumrotieren müssen auf dem Platz, sondern maximal 90 Grad drehen müssen, sodass die Schüssel dann richtig dastehen. Deswegen ist ein zweiter Henkel dran. Cool. Sagenhaft. Ich wollte eben noch was fragen zu dem Ding zur Suppe. Und ich zum Wein. Ja, der Wein was ist das denn? Aber der Wein ist eine Sensation. Das, der Wein ist großartig. Der Wein ist eine Sensation. Ja, vielen Dank. Sehe ich genauso. Es ist wirklich... Ja. Hat Sebastian schon? Ja, Sebastian hat auch schon. Und er schüttelt... Sebastian, das muss man sagen, wir sind nur sogar zu fünf in diesem Studio. Nächste Woche ziehen wir um. Vergrößern uns. Stimmt doch, oder nicht? Der Raum wird größer, in dem dieses kleine Studio steht, aber das Studio bleibt klein. Leider. Ja, leider. Aber super, also ein Riesling, ein Feinherber Riesling. Kein Feinherber Riesling? Du hast doch gesagt, er ist nicht trocken. Ist auch nicht trocken, sehr süß. Ich habe erklärt, es ist trocken, das ist feinherb und danach ist es ja süß. Edelsüß. Also edelsüß. Also, ist das ist fast schon Dessert, feinherb ist halbtrocken und alles, was mehr ist, ist ja nicht mehr feinherb. Alles, was mehr Zucker hat. Und das ist schon jetzt mehr als feinherb. Und ist das eine Auslese, Spätlese? Oder? Das ist eine Spätlese. Und zwar von Weingut von Ote Gras. Und ich habe echt gedacht, wir brauchen hier so ein paar von und zus. Ja, das lasse ich mich nicht rufen. Dabei bin ich doch der größte Bauer, wenn es um Wein geht. Nein, gar nicht. Aber das ist tatsächlich das Weingut von Günther Jauch. Das Weingut von Ote Gras. Ah. Und wie ich finde, machen die auch wirklich, also wirklich tolle Sachen im Bereich der nicht trockenen Weine. Mhm. Das, was er dabei, was bei Aldi verkauft wird, die sind ja... Quasi. Bin ich gar nicht direkt von ihm gewesen. 2013? Genau. Genau. 13 war insofern in Deutschland ein toller Jahrgang für diese nicht trockenen Weine, weil er sehr, sehr intensive Säure hatte. Und das merkst du bei dem Wein. Der ist jetzt 6 Jahre alt und hat 7,5 Alkohol. Wenig. Ja, das ist ja. Warum? Weil er so viel Zucker hat. Genau. Genau, die Hefe verwandelt den Zucker in Alkohol. Und wenn ganz lecker. Genau. Also ich find, fast wie Kuchen. Wurde der Gärvorgang abgebrochen? Nein, also das kann man machen. Ja, okay. Aber meistens stoppt er dann von alleine. Und also dann der Organismus hat dann einfach nicht mehr gewollt. Genau, ja. Das ist ja oft auch passiert, dass wenn das eigentlich gewünscht trockene Weine, die Substanz gar nicht haben, dass die dann doch nicht trocken werden, weil die vorher stehen bleiben, so sagt man das. Das heißt, bei mir ist irgendwie so eine Fliege drin, kann das sein? Da ist irgendwas drin. Die Haare waren leider aus. Was ist denn das? Was macht man, wenn was drin ist im Wein oder so im Glas, dann so nicht neues Glas sich geben lassen? Ja, dann lässt sich natürlich ein neues Glas geben, ja. Also, siehst du das, was da drin ist? Wenn wir von der Sterne-Gastronomie reden oder generell von der gehobenen Gastronomie, das schaut tatsächlich nach Korken aus, wenn du mich fragst. Hm. Ach, darf ich mal? Ja, ist Korken. Was macht den Wein für dich so gut? Also erstmal wollen wir über die Aromatik sprechen. Mhm. Weil der gibt ja viel her. Was habt ihr so? Ich habe zuerst Gummi gerochen, ehrlich gesagt. Warst du wieder heimlich Weingummi essen draußen? Nee, ich finde wirklich, dass er am Anfang nach Gummi gerochen hat. Das hat sich dann so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Der schmeckt mir hervorragend, wirklich ganz toll. Ja. Aber das hat mich zuerst gerochen. Okay, also weil wir es schon öfter hatten, aber es ist auch wieder da, Quitte. Quitte? Ja, du hast auch, finde ich, Butter. Also ich weiß nicht, ob ihr wie wenn du so Crêpe Suzette machst oder so, dieses Orangenzeste, ja. Butter... Das hat ja für mich auch absolut. Ich fand beim letzten, der hatte so einen ziemlich deutlichen Schmelz oder auch so Butter. War das auch dabei beim letzten? Also oder der hat sowas samtig. Nein, der war nicht samtig, ja. Aber der hatte sowas vielleicht ölig. Ja. Aber das ist auch so eine Sache mit gutem Benehmen. Ne? Das wird ja bei Michael, wenn man, egal was man ihm sagt. Er sagt man, einfach ja. Nee, aber er ist immer so freundlich dabei. Man sagt, wie ich sage, rieche irgendwie Gummi und Flugzeugabgase und dann sagt er, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Boeing oder Airbus, das ist so, kannst du es nicht erwischen. Aber gehört das auch zu gutem Benehmen, dass man, egal was der Gegenüber sagt, man immer freundlich, relaxed bleibt? Also freundlich, relaxed auf jeden Fall. Egal was der sagt, ja, du gibt Arschloch! Ein ganz bekanntes Buch aus dem Jahre 1984, also schon davor, ja, Dale Carnegie hat das ja auch propagiert. Aber aus dem Jahre 1984 stammt das Buch Getting to Yes, das Harvard-Konzept. Mhm. Und da ist es auch, Menschen und Probleme werden getrennt voneinander betrachtet. Ja, jetzt haben wir hier alle keinen ausgereiften Geschmackssinn und keine geschulte Nase. Aber alle. alle. Also für alle so drei, die hier im Umkreis von Herrn Kutel sitzen. Mhm. Genau. Und man muss ja nicht immer gleich mit dem Holzhammer da
jemanden entgegengehen. Und vielleicht ist es aber eher tatsächlich die Methode eines guten Verkäufers. Ja. Ein Nein ist ein verlorener Kunde. Genau. Nachdem mal ein Geschäftsführer zu mir sagte, Nein klingt so negativ. klingt so ablehnend, sage ich. Weil ich sollte irgendjemandem Kunden sagen, dass wir es nicht machen würden. Aber was haben sie ihm gesagt? Ich sage, dass wir es nicht machen. Oh, das klingt jetzt aber sehr negativ. Also mein Vorteil ist ja, ich muss ja nichts verkaufen. Ich verkaufe nichts. Nee. Von daher, was kostet er denn? Also, ja, ist ein bisschen teurer. Wenn ihr hier unten, dann da fließt das so zusammen. Wenn du am Ende die Zunge ein bisschen auf den Gaumen ab und zu, dann fließt das hier so richtig zusammen, finde ich. Und dann kommt auch am Ende nochmal so ein bisschen Salz. Das ist auch, das finde ich, zeichnet immer auch einen Süßwein aus. Und der bringt Spannung, wenn ein bisschen was Salz, wenn es nur süß ist und pappig, dann fließt das nicht runter. Ist er zu warm, sag mal? Finde ich nicht. Findest du nicht? Also viel nee. Wärmer muss er nicht sein, aber ich finde es nicht. Ich muss sagen, wenn man das Bier nicht am Anfang gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein toller Podcast, wirklich. Also zwei tolle Weine. Ja, und jetzt der letzte Wein, den ich mitgebracht habe, zieht uns so runter. Also ich finde auch... Man kann sie auch nach unten schlafen. Was ist so mit so ein bisschen so Herrenwitzen an so einem Tisch? Schwierig. Kommt auch an, wenn nur Herren da sind. Ja, das hören ja auch ganz viele Frauen in unserem Podcast. Nein, ich meine, ja, das ist ja klar, aber ich meine, was sie jetzt im Benehmen, ja, Tischrunde, also, Herrenwitze. Grausam, also, ne? Finde ich schon. Ja. Also ich mag Flachwitze, aber es deswegen versteht nicht, ihr euch so gut. Muss nicht so sexistisch sein. Nein, ja. Sexistisch meine ich auch nicht mit. Meine Herrenwitze, ja, Herrenwitze sind ich einfach. Man kann sich runterschlafen, ist nicht sexistisch, okay. Das, ich finde, das ist ein intelligenter Satz aus einem Drehbuch. Ja. Aber ich finde schon, dass Herrenwitz ist für mich gar nicht so ein sexistischer Witz, sondern, Entschuldigung, ein Witz, den ein alter, weißer Mann macht, der überhaupt nicht witzig ist. Und er denkt, man kann ihn nur machen, wenn man unter Herren ist. So wie in diesem Podcast. Wir sind einfach viel zu männerlastig. Das ist immer ein Problem, ja. Axel. Mhm. Aber ich denke die ganze Zeit über so einen Witz nach, aber nee. Das ist vielleicht auch nicht angebracht. Ne? Axel, willst du mal, sehr lecker, willst du schon mal den anderen Wein holen? Sagst du, das ist sehr lecker, hast du das jetzt gerade gesagt? Das hat er eben schon mal gesagt. Ja. Er ist so schizophren, weil zum einen zeigt er mir immer so, ich rieche da schon wirklich, also ist so eine Entwicklung in den ersten Folgen und dann sagt er so lecker. Und nein, das aus Versehen ist mir rausgerutscht. Aber ich habe gestern einen Podcast auch über Weine gehört mit Tim Melzer. Die haben finde den Fehler, sag mal den Satz nochmal. Ja. Überleg nochmal, ob das so. Aber dann kannst du gleich was dazu sagen, ja. Weil da war lecker noch die schönste Umschreibung für Wein. Gut. Wie gesagt, wir positionieren uns hier, so wie die Deutsche Knigge-Gesellschaft sich bei Dingen positioniert, ob das richtig ist oder falsch. Aber wir sagen einfach, und ich finde, wenn wir haben jetzt diese eigene Community. Ich muss kurz was erzählen, was ich bei dem Seminar gelernt habe von Graf Hoyers. Zum Beispiel hat er gesagt... Axel, kannst du den Wein schon mal holen? Nein, Axel muss dazuhören, das ist spannend. Grad, aber ich hole ihn gleich. Wenn man den kleinen Finger so wegspreizt beim Trinken, wenn man den kleinen Finger so wegspreizt. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ich habe das gesehen, so ganz feinen Gesellschaft. Und ich dachte immer so, Gott, das ist aber eine ganz feine Dame. Und dann hat mir Graf Hoyers erzählt, woher das kommt. Ursprünglich. Nämlich? Bitte? Das wird der gute Nein, ich möchte das nicht erzählen. Ja, also die Quellenlage ist da nicht besonders gut und es gibt verschiedene Geschichten. Die schönste Geschichte, die sich auch so zum Erzählen eignet, ist, dass das aus dem recht promiskuitiven 17., 18. Jahrhundert aus Frankreich stammt, indem man sich gegenseitig zu verstehen gegeben hat, dass man unter einer STD, also einer sexuellen Krankheit, wie sagt man, über eine Geschlechtskrankheit gelitten hat. Und deswegen besser den Finger weglässt voneinander. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das nicht toll zu wissen, wenn du jetzt irgendwo jemanden siehst, und du denkst dir so, nur für dich oder für alle, die das jetzt hören und sehen, die sagen so, hey, wenn du dich irgendwo sehe, dann muss ich lachen, wenn ich das sehe. Ja. Ich denk so, dann sagt man aber auch, oh. Gut, dass ich hier geblieben bin. In dem Kühlschrank ist eine Flasche Wein neben der Ölflasche. Ja. Normal. Bring bitte das Rohr mit. Aber jetzt noch ganz wichtig, ja, man denkt sich ja dann auch nur für sich, was machen die denn hier für ein Schauspiel? Und, man würde es nicht ansprechen, man muss sich immer bewusst machen, die Königsdisziplin der Höflichkeit ist es, geflissentlich über das Fehlverhalten anderer hinwegzublicken. Auf deinen Kernsatz. Okay, das heißt auch, wenn jemand irgendwie sich ganz daneben benimmt, das Glas fällt runter, der Teller fällt runter, die Flasche Wein fällt runter? Ja, da gibt es eine sehr schöne und charmante Variante, was man dann antwortet. Also wenn jemandem das Glas umfällt oder sowas, dann sagt man immer, ups, das passiert normalerweise mir. Sehr gut. Oder darf ich das kurz filmen für meinen YouTube-Account? Genau. Ich habe das mal gehabt, da hatte ich mal einen Besuch, das ist mir, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Also erzähl doch, ein Besuch bei mir im Büro und der saß dann da und ahnte nicht, dass ich reinkam und der zog aus seiner
aus seiner Aktentasche eine Flasche, die war in so einem, so in so einem kleinen Sack, also so ein bisschen wie hier, nahm einen Schluck und stellte sie wieder rein. Morgens um 10. Und ich kam rein und sagte, und dann weiß ich gar nicht, was mit mir durchging, sagte dann, na, morgen schon mal einen nehmen. Ist irgendwie, das auch, da geht man auch drüber hinweg einfach. Ne? Das ist dann, ja, besser geht. Was ist denn, wenn einmal das Gefühl hat, Mensch, der also, trinkt zu viel? Man, muss man jetzt mal es gibt schon so Punkte, wo man dann definitiv etwas sagt. Ja? Also, es gibt ja auch den schönen Satz, groß ist der, wer andere groß macht. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hast, von denen möchtest du einfach, dass sie ja, sich geschickter anstellen beim nächsten Mal, dann nimmst du sie zur Seite im Vier-Augen-Gespräch, klopfst ihnen auf die Schulter und sagst, du, das kann jedem von uns passieren, aber so und so hättest du das auch geschickter formulieren können, dann haben sie etwas gelernt und beim nächsten Mal machen sie den Fehler nicht, über den du dich geärgert hast. Und das geht natürlich, gilt natürlich auch für den Gastgeber. Ja? Wenn er jetzt einen Gast hat, der total über die Stränge schlägt und einfach nicht weiß, wo seine Grenzen liegen, jetzt sowohl beim Flirten als auch beim Alkohol, was ja manchmal auch korreliert, dann kann man schon sagen, hier, Hand auf die Schulter, du, Bro, um sie zu zitieren. Bro. Ehrenmann. Ja, Ehrenmann. Genau, bleib mal Ehrenmann. Ja. Ja, bleib mal Ehrenmann. Okay. Gerade jetzt das aber das mit dem, das mit dem Alkohol, ist, das ist eine gute Frage, weil gerade in meiner Branche ist das jetzt nicht so ganz so selten, weil du natürlich permanent damit umgeben bist. Und Alkohol, und euer Interesse ist ja, dass ihr möglichst viel Alkohol verkauft. Ja, naja, aber jetzt auch in der Branche, Menschen, die in der Branche arbeiten oder Wirte und so. Das heißt, finde ich schon, dass wenn mir jemand wichtig ist, dass ich ihm versuche, das zu sagen, dass ich das, dass er da hoffentlich das auch... Axel, setz dich mal hin. Ich glaube, Axel, das kann jedem mal passieren. Was denn? Nein, nachher. Also, wieso wird mein Wein einfach so eingeschenkt? Soll ich nicht was dazu sagen? Nein, wir müssen venieren, weil wir vorher einen nicht trockenen Wein drin hatten. Und ich würde bitten, weil Lars immer sagt, die ganzen Bakterien, dass wir in sein Glas als letztes nehmen, wo am meisten. Bist du gegen Grippe geimpft, Clemens? Ja. Siehst du? Ich bin mit einer Schulmedizinerin verheiratet. Tatsächlich, siehst du? Kann ich nur. Das ist nämlich hier so ein Riesenthema zwischen den beiden Kollegen. Nur zwischen dir und dir. Zwischen den beiden Kollegen hier, die. Das hat das Axel heute überhaupt nicht so klingt. Das ist sehr, sehr lustig. Oh. Ich habe schon so viel gelernt. Das ist irre. Gibt es noch irgendeinen Riesenfehler, den immer alle machen? Puh. Ich finde... Ja, ich glaube... Oh, bitte. Nein, ich finde allein schon, wie geht man in ein Restaurant rein zu zweit? Das, ich weiß es. Ja? Dann sag. Sach. Schieß los. Man macht der Dame die Tür auf. Ich habe ja extra hier. Ja. Die Dame bleibt im Eingang stehen und lässt den Mann vorbei, damit er sozusagen die Location checken kann. Nochmal. Richtig? Wie? Die Dame macht die Tür. Nee. Also du machst der Dame die Tür auf. Ja. Sie geht rein, aber nicht ganz rein. Und der Mann geht vorbei und ist dann... Man kann sich da einen halben Schritt quasi sparen. Und zwar, der Mann macht die Tür auf, geht durch, checkt die Lage und dann kommt die Frau nach. Also wer hält so lange die Tür auf? Die Frau kommt mit rein? Und die folgt dann, nachdem man eben kurz mal die Lage gecheckt hat. Aber Achtung, wir leben ja im Zeitalter der Emanzipation und wir müssen sagen, Höflichkeit gilt in beide Richtungen. Ja? Also auch die Dame darf durchaus mal, jetzt vielleicht nicht so das ganz klassische Szenario, aber denkbar ist das natürlich, dass die Dame zuerst reingeht und sie sagt, ich habe hier einen Tisch reserviert und zahle auch am Ende oder. Trinkgeld? Nur das Trinkgeld? Oder nein, Trinkgeld allgemein. Ja. Allgemein die Dame 10%. Zahlt nicht nur das Trinkgeld. Nein. Also tatsächlich kommt es bei mir und meiner Frau häufig vor, da muss ich dann sagen, du Schatz, ich habe kein Bargeld dabei und es ist immer schön, wenn man das Bargeld, wenn man das Trinkgeld als Bargeld. Trinkgeld immer bar, ne? Genau, ist schon schön und dann macht das meine Frau, das ist ganz lieb von ihr oder auch sie lädt mich mal ein, muss ich dazu sagen. Aber darf man nicht sagen, wenn die sagen, irgendwie 80 Euro man mit Karte zahlt? Mach 88 draus oder 90, ja. Geht natürlich schon, also, aber nicht so schön, ist nicht so schön, weil oftmals ist es nämlich so, aus meiner Gastronomie-Erfahrung, dass es nicht bei allen Läden so ist, dass dann die Leute das Geld auch kriegen. Okay, und dann würde man, dann sagen die 80 Euro, man sagt gar nichts, hält diese Peinlichkeit aus und dann lässt man 10 auf dem Tisch liegen? Genau, oder wie ist das? Das ist das, womit alle rechnen. Okay, also das lässt man auf dem Tisch liegen und geht weg? Mhm. Oder? Ja, genau. Also ist auch nett, wenn du die EC-Karte, Kreditkarte reinlegst und einen Zehner gleich dazu. Genau. Dann ist es klar, der Zehner ist Trinkgeld und den Rest ziehen sie von der Karte ab. Also das ist dann in diesem... Genau. Besonders gut funktioniert die Form der Bestechung, das Trinkgeld vorher schon geben. Wenn man so richtig geschmeidig guten Abend haben möchte, mit wichtigen Geschäftskunden, vorher Bestechung. Das ist ganz gut, aber wie viel gibt man dann? Zehner ist zu wenig. Aber ist es wirklich dieses 10%, das heißt auch wenn du für 800 Euro isst, dann gibst du 80 Euro? Ja, dann hat der Service ja auch mehr rennen müssen.
Und die Service teilt auch mit der Küche. Ist es so, ja? Ja, ja, definitiv. Ich habe das manchmal, oder ich hatte das mal, das war wirklich, also es ist Ewigkeiten her, da ich weiß nicht, 6,80 Euro hat es gekostet. Und du warst bist auf 7 hoch. Genau, ich bin auf 7 hoch und die Bedienung hat gesagt, hat mir die 20 Pfennig, ich glaube Pfennig waren das, wiedergegeben und gesagt, nee, lass mal. So. Und seitdem mache ich sowas nicht mehr. Also bist du kein Trinkgeld mehr? Nee, seitdem lasse ich mir solche winzigen Beträge irgendwie wiedergeben oder gebe halt ein richtiges Trinkgeld. Entschuldigung, also da muss ich ja vehement widersprechen. Also wir Gentlemen, wir tragen ja das Kleingeld ohnehin mal nur in der Hosentasche. Mhm. Und wenn man da jetzt mit so ganz viel Kupfergeld rumrennt, das ist ja auch nicht zielführend. Dann. Also, aber also, in der Hosentasche geht das. Ich mache es tatsächlich immer in die Hosentasche, das geht. Aber was wäre die Lösung? Rechte Hosentasche, ne? Echt? Yes! Aber was ist die Lösung? Yes. Also, tatsächlich, jetzt jeder in seinem Rahmen, ja, es müssen ja auch nicht tatsächlich 10% sein, es kann auch 5% sein, ja, wenn man wahnsinnig zufrieden gewesen sein kann, es auch 15% sein, absolut, ja, und wenn man herausragend zufrieden gewesen ist, ja, und dann noch irgendwas Besonderes honorieren möchte, kann es auch 20% sein, ja. Bei 6,80 würde man auch aber sagen 10 Euro. Nee, ich würde tatsächlich auch diese 8 Euro dann sagen. Okay. Ja, also wenn wir jetzt mal rechnen, 68 Cent, dann sind wir bei 7 Euro. Ja. Okay. Nee, 2 Euro und Zwickel zurück, passt. Ja, also was, ja. Bei uns, was ich auch schon gesehen habe, was auch bei uns passiert, so 147,80 und da gibt die Karte, sagt, machen Sie 149. Ja. Nein. Ja, ja. Nein. Und das wäre so etwas, wo ich sage, nee, weißt du was, nee, peinlich, da mache ich auch wirklich 147,80 und sage, oh, ich habe 149, oh, das habe ich gar nicht gehört oder so. Einfach cool, weil das aber wenn die dann 150 sagen, wäre auch nicht besser, oder? Ja, nee, aber das machst du dann schon irgendwann, na, aber das ist eigentlich... Aber ist ja peinlich, sowas gibt es ja unangenehm. Und die hat jetzt auch, wir hatten ein ganz tolles Erlebnis, wo wirklich von uns, und die waren ganz, ganz zufrieden und wunderbar und alles toll und die haben einen Fasan gegessen in 2 Gängen und es hat relativ lange gedauert, deswegen haben wir vorweg noch ein kleines Trüffelrisotto gemacht und dann, aber am Ende war die Rechnung 123,70 und der Gast hat aber bezahlt und hat 125 gegeben. Die haben also ein Trüffelrisotto von uns noch bekommen und der Gast hat und dann muss der Kollegin, die muss irgendwie so geguckt haben, dass er raus ist und dann er wieder zurückgekommen ist und dann habe ich gesagt, sag mal, war das jetzt in Ordnung mit dem Trinkgeld der Kunde? Und dann sage ich, also wenn Sie mich jetzt so ansprechen und fragen, muss ich sagen, nee, war gar nicht in Ordnung. Nee, jetzt sag mal ehrlich. Ja, war gar nicht so. 1,30 Euro gegeben, das ist nicht wahr. Sag ich doch, das ist wahr. Ist auch gar nicht schlimm, ist doch nicht Ihr Bier. Sie waren eingeladen und so weiter. Das ist total lieb, dass ich jetzt überhaupt... Und hat dann nochmal 20 Euro hingegeben und hat gesagt, das ist eben schon mal passiert mit dem gleichen Herrn und der hat so viel Geld. Und, peinlich. Ja, aber ich fand Reichen das lernen und sparen heißt aber, das, ja. Aber ich fand das eine großartige Geste. Ich war richtig, ich hatte Tränen, ich war so gerührt. Das finde ich so aufmerksam für die Kollegen. Bei dir würde ich immer richtig, bei dir würde ich so viel Trinkgeld geben. Wahnsinn. Ja gut, bei mir verteilen es eh die Kollegen. Ja, aber trotzdem in dem Laden. Das ist schon, sag mal, das ist überhaupt die Frage mit dem Bezahlen. Wir haben Freunde mal neulich, bevor wir gleich diesen sehr, sehr, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr guter Wein offensichtlich gerade. Michael, aber mit dem Bezahlen. Die Meinung hast du exklusiv. Nein, es ist ein Wein, den ich geschenkt bekommen habe. Ich sag's wie immer, ich weiß nicht mehr wofür. Das musst du wissen, wir hatten hier mal einen Wein, den habe ich geschenkt gekriegt für einen Vortrag vor 800 Leuten. Da stellte sich heraus, er schmeckte. Nicht? Ich wollte fast sagen, wie. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Wie 6,50, dabei hat er doch nur 5,20 gekostet. Er war 4,70 ja. Und er schmeckte wirklich so unfassbar furchtbar. Und ich bin so sauer gewesen. Ich bin noch Tage später so sauer gewesen. Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Du reißt dir da so. Und das ist auch wieder ein Wein, aber ich finde, der riecht schon besser. Was ich sagen wollte, also, erzähl mir Freunde, wenn dich passiert, sie gehen mit anderen Freunden essen. Und dann sagen diese Freunde, pass mal auf, egal wie wir es machen, wir laden euch nicht ein, ihr ladet uns nicht ein. Das gleich von Anfang an klar ist. Das, was ich damit fragen will, muss man vor dem Essen klären, wer bezahlt? Es geht charmanter auch. Es geht charmanter. Die beiden kriegen schon gar nichts mehr mit. Wir müssen ein bisschen zuhören, bitte, wenn wir hier wichtige Themen besprechen, Axel. Es geht ja eigentlich um Wein hier, ja? Ja, genau. Also man geht gemeinsam einen Wein trinken, ja? Man sagt, wir verabreden uns auf ein Gläschen Wein. Ja. Dann ist klar, man verabredet sich, man trifft sich jederzeit für sich selbst. In München auf ein Prosecco. Okay. Champagner. Ja, okay. Okay. Und wenn man sagt, ich lade dich auf ein Gläschen Wein ein, klar, ja, dann ist man eingeladen. Also hier kann man schon mal sprachlich differenzieren. Die meisten Leute hören das aber nicht mehr. Ja? Das ist eine Einladung. Und das finde ich tatsächlich auch schade. Das erlebe ich auch zunehmend. Wenn man spricht eine Einladung aus und dann kriegt man so ein Bändchen und dann hat man einen Begrüßungscocktail frei. Und danach muss man aber selber zahlen. Und dann wundert man sich. Ja, das ist doch eine Einladung. Das gibt es? Ja, das gibt es. Ja. Was? Wirklich. Also mit einem Bändchen? Ja. Bei einer privaten Veranstaltung? Ja.
Ich möchte euch alle demnächst zur Nachfeier meines 50. Geburtstags einladen. Es ist eindrinkfrei. Ja, genau, ja. Echt? Okay. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, klar, jeder nach seinen Möglichkeiten. Genau. Aber dann kann man das doch auch ganz einfach kommunizieren. Achtung, der erste Drink geht auf mich. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein schönes Fest feiern. Und dann ist klar, der Rest ist halt dann, hängt an jedem selbst. Ja, und dann, aber wie ist es denn, also man geht jetzt essen, schön essen, hat das vorher nicht so richtig abgesprochen. Und dann am Ende... Also zum Beispiel, ich bin ja Vegetarier, das heißt, ich habe natürlich immer die niedrigere Kosten als die anderen, die das dicke Steak gegessen haben. Dann würde ich immer teilen wollen. Genau, ich würde auch immer teilen. Also ich würde Minimum teilen oder sagen, komm, ich zahle also schnell selber, was soll das? Wir brechen hier das Gespräch ab, also das geht in die falsche Richtung. Denn wir sagen einfach, always have someone owe you something. Also es sollte immer jemanden geben, der dir eine kleine Gefälligkeit schuldig ist. Okay. Und deswegen entfernst du dich kurz, bevor das Essen beendet wird, vom Tisch. Geht's schnell zahlen. Zahlst für alle. Ja, also. Und was sagt man dann, wenn man dann aufsteht und geht? Dann sagen die anderen, was ist mit der Rechnung? Und dann. Ich habe mich schon drum gekümmert. Oh, vielen herzlichen Dank. Okay. Ja. Und dann sagen die anderen, nee, das geht nicht und geben dir dann 50 Euro oder so. Und dann sagst du, das nächste Mal seid ihr halt dran. Ah, okay. Ja, und dann gehen wir aber richtig teuer essen. aber einfach aufstehen. Und das ist auch so eine Sache, für die ich mich manchmal schäme bei uns Deutschen. Dieses Aufteilen der Rechnung und hier auf den Centbetrag. Obwohl es ist ja nicht so schlimm, wenn man jetzt sagt, es kostet jetzt 200 Euro und jeder gibt einen Huni, ist es ja auch okay. Ja, klar. Das geht auch. Ja, das geht auch. Schwierig ist dann, wenn der eine sagt, kann ich die Quittung haben? Bitte nicht am Tisch. Nicht am Tisch? Nicht am Tisch halten mit dem Geld hantieren. Ja, da legt dann einer mal schnell für alle aus und am Schluss wird man versucht, das noch ganz das irgendwie sauber hinzubiegen. Aber das Beste ist wirklich, also das ist ja auch so ein bisschen Kalkül und vielleicht auch deswegen unsympathisch, aber in der ersten Instanz auch wirklich nett, wenn man einfach einlädt. Ja, einfach einladen. Ja, finde ich auch. In der Hoffnung, dass man auch mal irgendwann zurück eingeladen wird. Ja. Axel. Mann. Ja, lass doch mal ein. Hast du mich schon mal eingeladen? Ja. So richtig dick zum Essen? Ja. Wobei auf der Queen Mary. Ich war auf meiner Geburtstag. Nee, wirklich? Ja. Nee, das war doch alles inklusive. Ja. Aber ich war auf einer Geburtstagsparty eingeladen und ging nach der Arbeit hin. Meine Frau war schon da. Kurz vor 12 Uhr, ich habe ein Bier bestellt und wunderbar. Dann bin ich nochmal und noch ein Bier, sagt sie, 3,70. Und ich so, das ist ein Scherz. Ich habe auch gerade ein Bier. Das hat nicht. Ja, das ist nur bis Mitternacht. Und ich habe überhaupt kein Geld mit. Das ist überhaupt kein Geld mit. Ne? Also, das ist das Problem. Kann man ja auch zu viel Trinkgeld geben? Also, nein. Übertreibt? Nee, nein, hallo, nicht. Nie. Du kannst nie zu viel Trinkgeld geben. Was ist zu viel? Nein, finde ich nicht. Also, ich finde schon, bei einer Feier mit 100 Leuten und kostet irgendwie 8.000 Euro, musst du nicht zwingend 10%. Aber im Prinzip ist es nicht anders, weil es müssen mehr Leute arbeiten, die das wegstemmen und so weiter. Ganz schnell, wir müssen mal, wisst ihr was? Ihr redet zu viel. Dieser Wein, Geschenk gekriegt, es ist, sagen wir es ehrlich, Platz 4 das Bier heute und Platz 3 dieser Wein, kann man so abkürzen? Nein, abkürzen wollen wir nicht, wir müssen über den, also der heißt nämlich jetzt... ein tolles Cover. Narrenkappe. Narrenkappe aus Nahe, ne? Aber Narrenkappe, ja. Kreuznacher Narrenkappe, Riesling trocken vom Weingut Montigny. SJ Montigny, auch schon gehört, noch nie was, wo sie aus Bretzenheim. Nahe haben wir nun schon ein paar Mal bei uns gehabt. Genau. Das ist... immer schwer organoleptisch, für euch noch schwerer als für mich, und für mich ist es schon schwer nach einem... Organo bitte? Ja, organoleptisch, also mit dem Mund? Mit allen Sinnen des Mundes, das zu trinken nach einem Wein, der nicht trocken war. Weil natürlich die Süße und die Säure dieses Kanzheimer Altenberg, ja, übrigens eine Schieferlage, und wie gesagt von Günther Jauch, das Günther und Thea, die das beide machen, vielleicht hätte man den da so hinterher trinken sollen, eigentlich von der Reihenfolge, weil das wär schlüssig, aber wenn es jetzt die 4 Flaschen sind und letzte ist, die du mitgebracht hast, hat es der natürlich schwer, weil A kommt er uns noch viel trockener vor, als er ist, weil wir davor die Süße, die hat uns ein bisschen kontaminiert auf der Zunge. Das heißt, man trinkt immer von ganz, ganz trocken bis nach ganz süß, und wenn man dazwischen einen Auslasser macht, ist es tatsächlich schwierig. Man könnte mir das nächste Mal ein Sorbet einplanen. Zum Beispiel, ja. Das wäre gut, das neutralisiert, ne? Ja. Genau, ja, das neutralisiert und das macht man. Aber wie findest du den Wein? Ja, du hast recht, deshalb schmeckt er mir jetzt nicht. Ja. Weil ich habe ihn mal neu probiert und da fand ich ihn gar nicht, mehrere Flaschen geschenkt gekriegt. Mal grad sagen, fand ich gar nicht so schlecht. Kann man den Mundraum vinieren auch? So wie ein Glas viniert? Nee. Also wenn ich zum Beispiel Weine verkoste und bewerte, auch Süßweine ist irgendwo so bei 10 Süßweinen Schluss. Also ich kann deutlich mehr trockene machen, aber die Süßen, das ist schon echt, echt schwierig. Und das ist ja noch eine Spätlese gewesen. Wenn du jetzt Trockenwein auslesen oder Eiswein machst, dann haut es dir richtig den Gaumen raus. Von daher... Es steht hier drauf, Mirabelle, Aprikose und Pfirsich. Also schmecke ich alles? Steinobst wäre das erste erstmal gewesen. Ich finde schon, es hat Charakteristiken am Anfang, wenn der Wein die Zunge rauftrifft, wo man sagt, das ist schon ein Riesling von der Nahe. Ich finde, und das ist erstmal schon eine große Klasse, wenn der Wein seine Herkunft zeigt, weil das ist das, was alle machen wollen. Du findest ihn gar nicht schlecht? Ja, ich finde ihn nicht schlecht, ja. Wow. Kannst du mal so einen Trommelwirbel spielen? Ja, ja, so eine richtige, so... Achtung.
Das war das erste Mal, dass du einen Wein, den ich mitgebracht habe, richtig fast gut findest. Und das erste Mal. Und das nach dem Süßwein. Und das erste Mal musikalisch wertvoll. Muss man auch sagen. Du sagst immer, wenn der Wein so, so am Anfang, also schmeckst du erst mit der Zungenspitze und lässt es dann. Ja, da trifft der Wein ja da trifft er ja im Mund auf. Auf die Mandel. Erst trifft er auf die Zunge. Das heißt, ich unterscheide schon, wie es sich am Gaumen verändert und wie es im Mund ist und wie es hinterher, wie lange es. Ja, ich meine, das ist die Zungenspitze, dann hast du irgendwie die Zungenmitte, würde ich sagen, dann gibt es den Gaumen. Gar nicht schlecht. Also versuchst du da überall hinzuschmecken oder wie machst du das? Du musst es schon auf der ganzen Zunge. Aber wenn du das Glas hier mit, dann steckst du doch automatisch die Zunge entgegen. Ja, aber genau. Und dann versuchst du natürlich, und das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, die Zunge unterteilt sich in den ganzen Geschmacksrichter. Du versuchst natürlich, alle Geschmacksrichtungen mitzunehmen auf der Zunge. Und erst dann kann ich mir ein Urteil ja bilden. Und sage nicht, dass was ich zuerst habe, das ist das, was mich ewig belastet. Jetzt sage ich am Ende, ich schluck den Wein runter und merke, na, so wahnsinnig lang ist er nicht. Ja, das ist also kein Wein, der dich jetzt begleitet die nächsten 2 Minuten, sondern es ist ein Wein, der nach 10 Sekunden dann sagt, das war's auch, ich bin ein guter, ordentlicher Wein, aber wir werden jetzt nicht... wir werden keine Freunde werden. Ja, wir bleiben Freunde. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen, aber es ist natürlich auch von der Viskosität, von Prädikat ein eher einfacherer Wein, ja, auch wenn er eine Lage hat. Aber günstig. Die Kreuz nachher, wenn er geschenkt war, war er komplett günstig. Ja, aber insgesamt, ich habe nachgeguckt, glaube ich, 9 Euro irgendwas oder so. Du guckst das nach? Nein, für den... Das macht man auch. Das hat er gesagt. Also für den Podcast. Aber das macht man auch. Geschenken? Ja, Menschen machen das. Menschen machen... Ich meine, ganz ich habe noch eine ganz kurze Frage, weil wir haben uns ja vorgenommen, immer unter einer Stunde zu bleiben. Aber das heute ist... Ja. Geht natürlich nicht. Ich habe noch eine Frage, die hat mit nichts mit meinem persönlichen Zustand zu tun. Aber wenn man muss, also auf Toilette muss, wie ist das dann bei so einem Essen? Erstmal geht man aufs Klo, habe ich gelernt. Ja, aber doch nicht während, also man muss... Ich entschuldige mich kurz, ich komme gleich wieder. Pass auf, wir reden während des Gangs. Hauptgang ist schon gerade serviert. Ich muss aber so... Ärgerlich, aber geht. Hilft ja nichts. Geht. Meine Frau macht mich zur Socke deswegen. Sagt, das kann nicht. Ja, und die Kinder und so. Man kann das ja auch besser planen. Ja, das, also, ja manchmal nicht. Doch. Im Alltag, glaube ich. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich muss erst mal in dieses Alter kommen. Das welches Jahrgang bist du? Das darf man keine Witze über... 88. Alter, 88. Ja. Da habe ich Abi gemacht, ein Jahr später. Mhm. Auch der Einzige im Raum. 20. sag mal, Alterswitze, das geht auch gar nicht in Gesprächen, ne? Schwierig oder kann man so mit seinem Alter spielen? Also wenn ich so... Die grundlegende Idee von Knigge ist ja Anlass- und adressatengerechtes Auftreten vor dem Hintergrund von Wertschätzung und Rücksichtnahme. Okay, dann ist alles, damit ist alles geklärt. Und damit ist eigentlich fast alles geklärt. Ja. Und adressatengerecht heißt ja auch, wenn ich hier in einer geselligen Runde sitze, da gehen ganz andere Dinge, meinetwegen unter bestimmten Umständen auch der Altherrenwitz oder das Frotzeln, also Frotzeleien über das Alter. Und andernorts ist das eben unangebracht. Ja, das stimmt. Ich finde es irgendwie so toll. Ich finde es so toll, dass du es so oft probierst und so. Ich glaube, der schließt sich da eine ganz neue Welt. Ja, weil es schwer ist. Also für mich eine Herausforderung auch nach dem Süßen, dass er so wie und ich will dem Wein jetzt nicht unrecht tun. Nee. Und vielleicht du hast ihn ja nicht verrissen. Nein, aber meine Frau sagt oft, übrigens, weißt du schon, dass du damit wahrscheinlich auch Winzer beleidigst mit dem, was du hier sagst? Ja. Ich sage, ja. Ja, das weiß ich, ich will niemanden beleidigen, aber ich glaube, ich kann... Das ist dir nicht gelungen bisher. Ja, das ist, aber ich arbeite noch dran. Ja, jetzt bestes Beispiel. Und ich finde, das ist sehr anständig. Und wenn das einstellig kostet, also unter 10 Euro, dann finde ich, ist es sehr gut. So Hände waschen einfach, ich gehe mal kurz Hände waschen. Nee, sag mal, wie ist es mit Hände, aber vorm Essen Hände waschen, nicht vergessen. Ja, also so häufig, wie es geht. Bin ich auf jeden Fall dafür. Siehst du, Jungs? Aber hier nochmal, ja, vom Tisch verabschieden tun wir uns nur nach Möglichkeit irgendwie sinnvoll und geplant, planvoll. Sag mal, und das, was ich sehr oft mache, neulich wieder gemacht habe, ist der berühmte polnische Abgang. Geht natürlich eigentlich gar nicht, ne? Oder ich finde immer so, die Stimmung ist gut am Tisch. Also geht gar nicht, möchte ich ja eigentlich... Möchtest du gar nicht sagen, genau. Möchte ich gar nicht sagen, okay. Ja, weil es geht immer alles irgendwie irgendwo. Weil, weißt du, mein Hintergrund ist da, es ist eine tolle Party, es ist alles super im Gang oder es ist irgendwie am Tisch, es sind tolle Gespräche. Und wenn man, habe ich immer den Eindruck, wenn ich jetzt gehe, weil ich gehen möchte oder gehen muss, finde ich es unhöflich zu sagen, ich gehe jetzt, man verabschiedet sich von allen und zerstört vielleicht ein bisschen die Stimmung, weil 3 andere auf die Idee kommen und sagen, ich gehe auch. Also verschwinde ich still und heimlich. Und ich habe immer das Gefühl, das merkt auch keiner. Wir hatten ja vorhin schon mal das Fehlverhalten ankündigen, wie du hier dein Brot isst, weil ich eben und so weiter. Und du kannst auch dein Fehlverhalten thematisieren.
Ja, am nächsten Morgen, du hast den polnischen gemacht, schreibst du einfach, hey, sorry, ich habe mich nicht verabschiedet persönlich von dir. Stimmt. Aber vielen herzlichen Dank für die super grandiose Party. Ich wollte die Stimmung nicht runterziehen. Genau. Ja. Passt. Und das vorher anzukündigen, das ist unhöflich, oder? Zu sagen, du, ich kann sein, dass ich heute ein bisschen früh, obwohl, dass ich ein bisschen früher gehe, weil ich muss morgen früh raus. Ja, wenn nicht direkt bei der Begrüßung, hey, okay, schön hier zu sein und so weiter, sondern ich muss dann gleich los auch wieder. Genau, nee, sondern eher dann im Vorfeld bei der Zusage, ich habe noch einen Anschlusstermin, ich habe am nächsten Morgen einen frühen Flug nach. Dann geht das schon. Und jetzt sitzen wir alle zusammen nochmal vorher und er geht jetzt, es wird hingestellt und er muss jetzt, entschuldigt sich, weil er aufs Klo muss. Wo man sagt, oh mein Gott, er kann nicht anders, okay. Kann dann einer am Tisch schon sagen, ich glaube, es wäre in seinem Sinne, wenn er selber nicht gesagt hat, dass wir schon anfangen, weil wenn wir jetzt 10 ein kaltes Essen kriegen, weil einer diese Blasenorganisation nicht so drauf hat. Merke ich mir das Wort. Ja. Nehme ich in die Seminare mit auf. Ja. Machen wir. Ja. Also das ist aber doch ganz interessant. Oder es ist unhöflich, man müsste eigentlich warten, bis er wieder zurück ist. Ach, oder würde man das bei einer Dame machen? Also würde man unterscheiden und sagen, wenn die Dame aufsteht, wartet man. Und wenn die anderen müsste das Service alles wegnehmen und sagen, wir servieren erst dann, wenn der wieder da ist. Ja, das habe ich einmal erlebt. Das war an und für sich kein Gloschen-Service. Aber weil jemand vom Tisch sich entfernt hat, hat der Service nochmal Gloschen gebracht und das Essen abgedeckt. Das Gloschen sind so eine Hauben. Diese Silberhauben, ja. Das heißt die Gloschen? Super. Hab ich auch, oder? Gedacht. Heißt das Gloschen? Ja, genau. Gloschen heißt, wow. Fand ich sagenhaft aufmerksam. Total. Ein einziges Mal erlebt, ja. Und ich habe bislang immer gedacht, ich weiß, was guter Service ist, bis ich in einem, meines Wissens, vegetarischen Restaurant mitten in Berlin direkt neben der komischen Oper gewesen bin. Mhm. Das war bislang der beste Service, den ich erlebt habe. Also sehr junges Team. Aber Hansen Lounge ist auch gut. Und in Hamburg auch übrigens, wenn man auf so nicht, hab ich noch nicht gegessen. Nicht so viel Geld hat, kann man auch in die Bullerei gehen. Auch ein toller Service. Ja, wirklich. Da hat jetzt tatsächlich ein ehemaliger Koch von uns angefangen als Küchenchef in der Bullerei. Ja, also wir sind quasi die Kaderschmiede für Hamburg. Bei euch? Nee, ich bin diese Woche nächste Woche in der Hansen Lounge. Peter Schenscher ist irgendwie demnächst bei euch. Doch, ja. mit sprechen wir gleich. Ja. Meine Herren, meine Damen und Herren, ich möchte mich kurz entschuldigen. Ich komme gleich wieder. Nein, ich komme nicht gleich wieder. Also ich danke recht herzlich. Wie was, Axel? So viel gelernt wie heute, das war ein toller Podcast, muss ich sagen. Die Weine waren gut, wir haben viel gelernt. Sagenhafte Weine, wir haben richtig viel gelernt und es ist kaum Musik gespielt worden. Ja. Und dann großartiges Schlagzeug von sehr gutes, Feuers. Ja, genau. Snare Drum. Und wir stoßen noch einmal an. Oh ja. Vielleicht klingt es jetzt besser. Auf das Leben. Wir müssen das vielleicht noch einmal auflösen, ne? Wenn man jetzt nicht den gleichen Wein im gleichen Glas. Guck mal, das klingt immer wieder von meinem Nacht. Das ist so der Hammer. Ich bin froh. Warum stößt man denn mit anderen Sachen nicht an? Also wenn ich jetzt ein Bier habe und... Ich muss so auf Toilette, also, mach zu. Wir können ja kurz klären, warum man anstößt oder warum man das getan hat. Ja. Man hat früher möglichst kräftig miteinander angestoßen, damit sich die Flüssigkeiten vermischt haben und man so herausfinden konnte, ob man mit vergiftet wurde oder hat nicht. Hat Michael schon erzählt, genau. Ja. Und heute stößt man nicht mehr an, weil es eben möglich ist, diese wunderbar feinen, dünnwandigen, mundgeblasenen Gläser herzustellen. Und wenn es der gleiche Wein oder die gleiche Flüssigkeit aus dem gleichen Gefäß in den gleichen Gläsern, kann es nicht vergiftet sein. Ist das? Dann kann es eigentlich fast nicht vergiftet sein. Ja. Nee, also es ist einfach so. Axel, du siehst ganz toll aus ohne Cabby. Danke. Clemens, vielen Dank. Es war toll. Du bist herzlich immer wieder eingeladen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und vielen Dank. Ich habe viel zu viel geredet. Ich hätte viel mehr gerne über diese Weine erfahren. Kein Fall. Also nein, war super interessant, echt. Ich habe ja noch ein Zitat, was ich eigentlich mal besprechen würde. Aber machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Immer freitags kommt eine neue Folge alle 2 Wochen, sowohl auf YouTube als auch auf www.abendblatt.de/podcast. Richtig. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben.